Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel und mit dabei sind heute ganz viele illustre Gestalten, nämlich Hotney als Inariel. Huhu, hallo. Feder als Cetariel. Hallo. Loki's Vibe als Lyriel. Abend. Der D-Rex als Daniel. Hallo. Und last but not least, Yamera als Liberie. Hallo, guten Abend. Jo, wir befinden uns immer noch in der Zukunft, im Jahre 2654 und folgendem. Kurz die Karte wieder eingeblendet. Europa ist inzwischen etwas anders gestaltet durch steigende Meeresspiegel. Die Menschheit ist in ein neuartiges, mittelalterliches, in einen mittelalterlichen Zustand zurückgefallen. Die europäische Welt wird beherrscht von der Angelitischen Kirche, einer neu gegründeten kirchlichen Vereinigung, die nach der Sintflut dafür gesorgt hat, dass die Menschheit vor der Traumsaat geschützt wird, denn der Herr der Fliegen, besser gezeigt als der Teufel, hat seine Traumsaat-Kreaturen, große insektoide Dämonen gesandt, um die Menschheit zu vernichten. Und außerdem riesige Flammensäulen, die über die Weltmeere und über die Landmassen hinwegfegen. Und verbrannte Erde hinterlassen, aus der die Dämonen herauskriechen. Jo, und gäbe es nicht den immer jungen 14-jährigen Papst Petrus Sekundus, der bei Gott um Hilfe angefleht hat, wär die Menschheit diesen Dämonen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, aber er hat es getan und so schickte Gott der Herr die Engel. Und 5 davon sehen wir hier. Alle 5 Engelsorden sind vertreten, wie das in einer richtigen Engelsschar sich gehört. Und diese Schar ist frisch zusammengestellt worden, um einen Auftrag zu vollenden, nämlich sie sollen in den hohen Norden reisen, ins Raguelsland, in das Land, wo ehemals ein weiterer Engelsorden seinen Sitz hatte, nämlich die Raguelliten, die Hüter von Technik und vorsintflutlichem Wissen. Und leider ist dieser Engelsorden ausgelöscht worden durch ein Fegefeuer und durch die Traumsaat. Und da oben in Raguelsland herrschen nun aufständische Verhältnisse oder so. Die Menschen wenden sich von der kirchlichen Ordnung ab und nehmen ihr gut Glück in die eigene Hand. Und die Kirche möchte natürlich mit dieser Engelsschar, die sie entsendet, wieder einen Fuß fassen in dieses Land und den Menschen zeigen, dass sie weiter auf ihrer Seite kämpfen und die Traumsaat zurückscheuchen können. Und das ist halt die Aufgabe. Leichter gesagt als getan, denn zwischen Roma Aeterna, wo die Aufgabe verteilt worden ist, und dem Raguelsland liegen mehrere hundert Kilometer, wenn nicht sogar tausende Kilometer, und viele davon über offenes Meer. Und bisher ist unsere Schar nicht weit gekommen, sie sind bis in die Alpen vorgedrungen. Und wurden da angegriffen, oben, weit weg von jeglicher menschlicher Zivilisation, von Traumsaat-Kreaturen, die sie mit einem, in einem Kampf auf Gedeih und Verderb gerade ebenso besiegen konnten, aber nicht ohne starke Verwundungen davon zu ziehen die Integrität der Schar sogar zu gefährden, dadurch, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht oder sich selbst Vorwürfe macht. Wer denn nun schuld an diesem schlechten Ausgang, also in Anführungszeichen schlechten Ausgang dieses Kampfes hat? Man hat sich zurückgezogen in eine Höhle, um sich vor den kalten Umständen da oben in den Alpen, weil mitten oben auf dem Berg sind wir ja halt, ein bisschen zu schützen. Eine kleine Höhle hat man gefunden, die über einen unterirdischen See anscheinend verfügt, der allerdings noch nicht sonderlich
erforscht wurde. Dafür waren unsere Engel beim letzten Mal viel zu beschäftigt, damit ihre eigenen Wunden zu reinigen und zu heilen. Und alle sind noch nicht wieder ganz wohlauf, glaube ich. Aber auf dem besten Wege dahin, naja, wir werden es gleich erfahren. Und ja, die Beryl hatte beim letzten Mal am meisten zu leiden, also zumindest unter ihren eigenen Vorwürfen, denn sie macht sich starke Vorwürfe, dass sie denn schuld war an der ganzen Debakel, was sie Schar jetzt heimgesucht hat. Und spielt mit dem Gedanken, ja, die Schar zu verlassen und wieder ein ruhiges, geordnetes Leben irgendwo in einem Himmel, in der irgendeiner Bibliothek zu fristen, wo man weit weg ist von Aufgaben, die eine Herausforderung sind. Ja. 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 Bevor wir weitermachen, sage ich euch Spielern gerade mal wichtig, das Muten, wenn ihr nicht sprecht, weil irgendjemand von euch hat irgendwie ganz starke Hintergrund- oder Mikrofongeräusche und raschelt und roffelt ziemlich durch die Gegend. So, und die Spieler waren jetzt eben gemutet. Ja, danke, Jirobi, das habe ich gerade auch gemerkt, eben wegen dieser Geräusche. So, jetzt sind sie wieder da. Ich hoffe, jetzt sprechen sie dann nur, also entmuten sie sich auch, wenn sie was sagen. Ansonsten habe ich dieses Rauschen, das ich leider sonst nicht wegkriege. Ja, also die Situation, ihr sitzt in diesem, ja, dieser Höhle, dieser Tropfsteinhöhle fest. Cetariel auf dem, immer noch der Genesung anheimgefallen, auf einem improvisierten Bett aus Tannen. Inaril und Daniel noch am besten oben auf. Lyriel erschöpft vom Heilung. Von den etlichen Heilungsversuchen etlicher anderer Engel und Liberiel tief in sich zurückgezogen als und Vorwürfe sich machend beim letzten Mal ja in einer Auseinandersetzung mit Cetariel, die er ja angeboten hat, dass die Schar bis zum nächsten Himmel einfach fliegt, wenn alle wieder wohlauf sind und sie da abliefern. Und sie sollte sich da mal Gedanken drüber machen. Ja. Ansonsten ist es wahrscheinlich relativ ruhig in eurer Höhle. Man hört das Tropfen des Wassers, das von der Decke auf den Boden tropft, daher die Tropfsteine ja auch ihren Namen haben. Ein bisschen Rauschen von draußen, dem kalten, kühlen, schneeigen Wind, der ein bisschen noch durch diese kleine Kluft, durch die ihr durchzwängen musstet, um in die Höhle zu gelangen. Aber hier in der Höhle seid ihr halbwegs geschützt, ein Feuer habt ihr ja auch gemacht. Und so ist es wesentlich angenehmer, als wenn ihr draußen in dem Schneesturm, der draußen jetzt herrscht. Was heißt Sturm? Es ist halt oben, weit oben auf dem Berg. Da ist es halt unangenehm und windig und kalt und ja. Wer hat denn was vor von den Engeln? Wo seid ihr gerade in der Höhle? Was macht ihr gerade? Ich bin gerade losgegangen, um den See zu erforschen, denn da war etwas auf dem Grund, was geglitzert hat. Und als ich gesagt habe, ich gehe mal los, meinte Cetariel, nimm Daniel mit. Und dann habe ich gesagt, natürlich. Und jetzt gehen Daniel und ich gerade in Richtung tiefer in die Höhle. Vermutlich haben wir eine Fackel dabei. Bräuchte die zwar nicht, aber Daniel auf jeden Fall. Oder er hat sein Schwert angezündet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das ein bisschen Missbrauch von seinem Schwert. Wir nehmen eine improvisierte Fackel mit. Eine improvisierte Fackel, genau. Und gehen damit runter zum See. Mhm. Inari konnte ja in Dunkelheit auch besonders gut sehen, also wird das wahrscheinlich nicht so das Problem sein, auch wenn die Fackel, naja, als improvisiertes ist halt ein Ast mit der angezündet wurde. Viel mehr Materialien habt ihr ja auch nicht. Eure Kleidung könntet ihr noch drum wickeln, aber sonst. Ja, wir hatten ja noch ein bisschen Verbandszeug. Ja, das braucht ja keiner. Wir hatten das, ja. Hatten es dabei die richtige Betonung, Vergangenheitsform. Ja, denn die Verbandsmaterialien sind größtenteils um Cetariel gewickelt.
Ich bin ein Mumienengel. Reigns, ja. Ja, dann gehen Inaril und Daniel Richtung See. Macht das Daniel denn gerne oder nur, weil es ihm befohlen wurde? Der geht schon freiwillig mit. Ist ja tiefer in der Höhle drin. Inaril hat gesagt, er hat da irgendwas gefunden, hatte er erzählt, was er noch nicht so ganz einordnen kann. Potenzieller Gefahrenherd. Lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Mhm. Okay, dann verlassen die beiden männlichen Engel die Schar und gehen dringend vor, weiter in die tieferen Höhlengefilde. Und was machen die Mädels währenddessen? Naja, ich wache bei Zetariel. Ich meine, wir hatten ja extra nochmal die Flügel gebrochen, damit die wieder richtig zusammenwachsen können. Und ich habe keine Lust, dass sie sich jetzt so bewegt, dass das für die Katze ist. Ich hatte ja eine Nachtzeit zum Heilen. Also der Knochen ist wieder zusammen und die Muskeln auch. Das heißt, ich werde darauf bestehen, dass ich mich bewege, weil... Das hatten wir doch heute Morgen erst gemacht. Haben wir das heute Morgen erst gemacht? Wir hätten das in der Nacht gemacht, bevor wir uns zusammengekuschelt haben. Nee, heute Morgen. Okay. Ja, gut. Naja. Mal sehen. Ja, und wie geht's Liberiel? Liberiel hat sich ein bisschen zurückgezogen nach dem Gespräch und nachdem die anderen runtergegangen sind und hat ihr da ihr Zeichenbuch mitgenommen. Das Zeichnen kann sie nicht, denn ihre Finger sind auch immer noch geschient und zusammengebunden. Davon hat Lyriel sie wahrscheinlich noch nicht befreit, sodass sie nicht schreiben und nicht zeichnen kann. Aber sie blättert mit den steifen Fingern ein bisschen die Seiten um und betrachtet die Bilder, die sie gemalt hat. Und dann liegt ihr Blick auch immer wieder auf Lyriel und Zetariel. Sie ist ruhig, das spürt man über diese Gedankenverbindung. Sie ist ruhig und nachdenklich und wälzt die Worte, die man ihr gesagt hat, dass sie nützlich ist für diese Schar im Kopf umher und dass sie sich darüber Gedanken machen soll, ob sie bei der Schar bleiben will oder nicht. Man wird sie nicht zwingen. Und Zetariel hat ihr ja angeboten, sie aus der Schar zu entlassen und einen Bericht zu schreiben, dass sie an einem besseren Ort, an einem ruhigeren Ort besser aufgehoben wäre. Und jetzt liegt ihr Blick halt auch immer wieder auf Zetariel und Lyriel, die ja jetzt das Letzte hier sind und horcht auch immer mal wieder auf die Verbindung von Daniel und Inariel, die unterwegs sind, was von da kommt und grübelt und ja. Ist aber da. Sie hat sich nicht zurückgezogen. Wenn ihr zu ihr hinüberblickt, sieht man, dass sie da ist. Ihre Augen sind klar, sind wach. Es ist nicht dieser typische Blick der Ramiliten, der völlig abgedriftet und stumpf ist. Sondern sie ist tatsächlich hier und ansprechbar, theoretisch. Sieht aber halt grübelig aus, aber sonst ruhig. Ja. Dann marschieren Inaril und Daniel, es ist nicht sonderlich weit, aber es ist schon noch eine ganze Strecke, die bergab geht, bis man Richtung Wasser kommt. Daniel sieht dann zum ersten Mal diesen unterirdischen See. Es ist bewegtes Wasser in einer Art und Weise, weil es scheint irgendwo eine Strömung zu sein. Also ist nicht ganz ein abgeschlossener See, also muss irgendwo ein Zufluss und ein Abfluss muss existieren. Siehst du das dort unten? Glitzert irgendwas? Tatsächlich glitzert da etwas im Wasser. Ja, ich sehe es. Was ist das? Das kriege ich jetzt raus. Ich fange mal an, mich zu entkleiden. Ich würde mich mal in Inariels Sicht einklinken. Gut, also, nicht in Daniels. Nein, in Inariels, weil der sieht besser im Dunkeln. Das heißt, ich betrachte jetzt, also ich nehme quasi in meinem Kopf so Inariels Webcam und mache die mal richtig groß und schaue dann mal so, was ich da so alles entdecke.
Ja, ich ziehe mich aus und ich fühle mich beobachtet dabei. Das ist merkwürdig. Das Gut. ist ein Backseat-Gamer. Ja. Legt mein ganzes Zeug zur Seite. Du musst einfach aufpassen, es wird schon nichts passieren. Nicht wahr? Da gehe ich mal mit den Füßen in das sehr kalte Wasser. Ja, es ist in der Tat eisig kalt. Ich gucke mal, ist die Strömung denn stark? Nee, aber bemerkbar. Also es ist so, dass man schon merkt, dass es halt ein fließendes Gewässer ist, mehr oder weniger. Es ist aber nicht sonderlich stark. Aber es gibt Wasseraustausch hier. Dann gehe ich ein bisschen rein, so bis über die Hüfte, das ist immer der schlimmste Bereich, das kalte Wasser reingeht. Nicht das, was du denkst, Liberie. Mensch, das macht es alles noch viel schlimmer, wenn alle zugucken. Denn noch guckt ja nur Zitariel zu. Und Daniel. Ja, und Daniel. Ja, und dann hole ich tief Luft und tauche mal ab. Es wird tatsächlich auch sehr schnell sehr tief. Also es geht irgendwie, am Anfang ist es noch relativ flach. Und dann geht es sehr schnell, aber steil herunter, sodass man keine natürliche gerade Schräge oder so hat, sondern irgendwie so ein Cap hat, wo es dann direkt richtig tief wird. Ja, ich lasse die Augen auf unter Wasser und gucke erst mal, wie tief ich komme. Kleine, Pflanzenteile schweben so ein bisschen im Wasser herum, um dich herum. Aber sonst ist keine Art Fische oder sowas, kannst du gerade nicht irgendwie ausmachen. Du hast wohl ein paar Krebse, hast du wohl gesehen. Aber sonst ist das hier relativ sauber und tauchst nach unten und siehst tatsächlich, wo dieses Glitzern herkommt, denn da liegen Kisten auf dem Boden. Kisten? Ja. Das silbrige Kisten. Da zwei Stück. Versuche ich mal eine anzufassen und schau mal, ob ich stark genug bin, die hochzuziehen. Ja, du bist ein Engel des Herrn und unter Wasser ist man eh mal etwas stärker als über Wasser. Ja, das ist nicht viel. Sind schwer, aber du schaffst es, die anzuheben. Dann mit der Kraft meiner Flügel kann ich mich ja auch ganz gut trotzdem wieder nach oben schwimmen. Ja. Durchstoße dann immer die Wasserdecke und diese Kiste auf. Es ist in der Tat sehr schwer, irgendwie einen Auftrieb zu bekommen mit der schweren Kiste und mit den Flügeln ist halt auch nicht gerade sehr einfach mit dem Schwimmen mit Flügeln. Und so, aber es dauert halt ein Weilchen, bis du dann den Kniff raus hast. Inari und Daniel haben das ja während ihrer Ausbildung halt auch üben müssen, schwimmen. Von daher schaffst du das wohl besser, als andere das machen würden. Und hiefst dann die erste Kiste mit Wucht halt in das flachere Wasser rein. Dann würde Daniel auch ihr entgegenkommen und sie dann die abnehmen und dann an Land quasi tragen. Gehe ich auch erstmal an Land, versuche mich so ein bisschen abzureiben und ziehe mir dann auch schnell wieder was an, damit ich nicht zu sehr friere. Und mache dabei meine Sachen nass. Naja, irgendwas ist immer. Ja. Dann ich lasse erstmal Daniel so lange die Kiste untersuchen, dann komme ich auch dazu und schau mal, was das für ein Ding ist. Ja, ich gucke sie mir erstmal genau von außen an. Das ist eine, ist eine viereckige Kiste. Hat an den Seiten zwei Griffe, die Nagel halt auch instinktiv halt benutzen konnte, um einen besseren Griff zu haben. Die sind so leicht so ausklappbar. Und es hängen, es ist zwei Scharniere zu sehen, die für den Deckel zum Aufknappen. Und ein großes Schloss, was die Kiste schließt. Ein Vorhängeschloss. Ach.
Mach auf. Rüttelt ein bisschen an der Truhe. Die ist abgeschlossen. Kannst du sie nicht aufbrechen? Du bist doch stark. Ja, aber das ist bestimmt mit gutem Grund verschlossen. Ich versuch mal, ist da irgendwas drauf zu sehen? Irgendwas? Bild? Schrift? Das ist einfach eine silberne Kiste. Ja, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht. Zitarie? Sollen wir es aufmachen? Bitte, bitte sag, dass wir es aufmachen sollen. Bitte sag, dass wir es aufmachen sollen. Ich habe mittlerweile so beide auf meinem Hauptbildschirm. Um halt die Kiste von zwei verschiedenen Perspektiven zu sehen, was sehr merkwürdig ist, aber man gewöhnt sich dran. Das eine Auge so und das eine Auge so. Wenn man mit 8 Engeln irgendwann mal zusammen in einer Verbindung gesteckt hat und alles gesehen und alles gehört und alles gefühlt hat, dann ist das hier echt ein Kinderspiel dagegen. Ja, mach auf. Wenn es irgendwas Gefährliches ist, können wir immer noch Liberia rufen. Sehr gut. Und ich glaube nicht, dass etwas Lebendiges da drin ist. Schloss für einen Schlüssel oder für einen Mechanismus? Es ist ein Zahlenmechanismus. Kannst du es nicht mit deinem Schwert aufhauen? Daniel hätte erstmal versucht, mit seiner Kraft daran zu reißen. Mhm. Wird wahrscheinlich nicht geklappt haben und dann wird er sein Schwert einmal entzünden, das wird ja dann so richtig schön heiß und dann das Schloss einfach aufschmelzen. Oh, ich stelle mich so ein bisschen daneben. Oh, ist gut. Ja, also gegen das flammende Schwert hat das Ding nichts auszurichten, das Schloss. Inariel ist auch instant trocken. Ist gut. Zumindest von der Vorderseite. Es ist jetzt kein Föhn, dein Schwert, aber... Ups. Vielleicht ist ein Föhn in der Kiste. Mach mal auf. Was ist ein Föhn? Tja, wer weiß. Ja, die Kiste machst du auf und es ist zunächst einmal siehst du schwarzes, es ist angefüllt mit einer Art Stoff, schwarzem Stoff. Ein bisschen dagegen puckst, ist der sehr knautschig. Schau. Ich nehme den mal raus. Das mal so zur Seite gucken. Also die erste Lage von diesem Stoff ist, lässt sich der leicht auch noch nach oben tun. Und dann drunter sind Auskerbungen in dem Stoff gelassen. 3 Stück und mehrere kleine. Die kleinen sind viereckig und da sind Schachteln drin. Und in den großen sind 2 Auskerbungen leer und in eine Auskerbung ist, das wird Inariel wahrscheinlich wissen und Daniel höchstwahrscheinlich auch, weil die beide sowas schon mal gesehen haben, vorsintflutliche Waffen. Also eine vorsintflutliche Waffe und 2 von den Dingern sind leer. Ja. Inari wird gleich wieder kalt werden, wenn man es sieht. Ich glaube, wir sollten das wieder ins Wasser zurückschmeißen. Damit es jemand anderes findet? Ich weiß nicht, kannst du es verbrennen? Du hast diese Tür zusammengeschmolzen. Wir könnten einen Haufen machen und du schmilzt es zusammen. Dann kann es keiner mehr benutzen. Wie reagieren diese Waffen denn auf Feuer? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Ich halte mein Schwert mal so dran. Also an die Waffe, nicht an die Munition. Na,
Leute, weißt du, dass da Munition ist? Immer nur was. Ich hab die ganze Zeit was zu tun hab, oder? Ich hab sowas schon mal im Himmel gesehen. Ja, also ich weiß, was die Waffe ist und was da rauskommt. Mhm. Ja, aber wie das funktioniert. Ja doch, also Daniel hat das tatsächlich ja gelernt. Okay. Ihr beide merkt plötzlich, wie so Zahlen durch euren Gedankengang rattern. Das sind meine Gedanken, während ich quasi so kalkuliere, wie tief dieser Schacht ist, den du getaucht bist, um herauszufinden, ob das ein Mensch schaffen würde. Mit der Kiste auch wieder hoch, inklusive wie schwer die Kiste ist aus deiner Erinnerung. Und dann komme ich zu dem Schluss, die kriegt kein Mensch hoch, wenn wir sie wieder reinschmeißen. Gut. Wir können auch, du kannst auch die Kiste, weißt du, wie mit der Tür. Du machst die Kiste hier mit deinem Schwert zu. Wie sollen die das dann wieder aufkriegen? Dazu bräuchten sie ein Gabrielitenschwert. Das ist richtig. Dann mache ich auch den Deckel. Gut, Deckel zu und ich gebe einen Schritt zur Seite. Kiste wieder zu. Würde dann, wie ich das auch schon mit dem Stein gemacht habe, mein Schwert mal so als Schweißbrenner missbrauchen und quasi das, die beiden Hälften der Kiste zusammenschmelzen. Ja. Mhm. Ja. Ja, ich hoffe, dass dabei nicht irgendwas hochgeht jetzt. Wo ist mein Gesichtswürfel? Nee. Dann wenn Daniel dann fertig ist, würde er die Kiste mit beiden Händen greifen, einmal so richtig Schwung holen und zurück in den See werfen. Mhm. Soll ich nochmal runtertauchen und schauen, was da noch ist und vielleicht Steine draufrollen oder so? Das klingt nach einer guten Idee. Gut. Und ich mache mit einem Kopfsprung direkt. Zieh erst deine Klamotten aus! Ups. Zu spät. Platsch! Oh, du bist so ein Idiot. Achso, er hatte sie wieder angezogen? Ja! Oh. Denken war noch nie Inariels große Stärke. Inariel vielleicht macht wahrscheinlich gerade so die Mini-Cetariel, die auf seiner Schulter sitzt. Naja. Ja, ich tauche ihn unter. Es geht ja viel schwieriger mit Kleidung. Und schau mal, ob da unten mehr als diese zwei Kisten sind. Nee. Oder noch irgendwas anderes. Gut, dann guck ich mal, ob da irgendwie so Felsen oder Steine sind, die ich da so ein bisschen drüber wühle, damit das vielleicht das Glitzern anderen Leuten auch gar nicht so auffällt. Das ist ja, merkwürdig steinlos hier unten. Also es ist irgendwie... Ja, ich nehme kaum halt so Pflanzen da auch und es ist halt sehr glatt eigentlich. Das ist fast schon unnatürlich unfelsig hier. Ich nehme so ein bisschen von irgendwelchen Algen. Ja, treiben irgendwann dann in der Strömung wieder beiseite. Ja. Dann werde ich sie auf jeden Fall so ein bisschen verrücken, dass sie näher Richtung Ufer sind, wenn da so eine Felswand ist, dass man es nicht so gut sehen kann. Ja. Und dann tauche ich wieder hoch. Während du hochtauchst, werden durch deinen Kopf plötzlich so eine Erinnerung fluten von einem Ertrinkenden, den man nach oben schleift an die Ecke und wo sowas sehr, sehr anstrengend ist und dann plötzlich dann super viele Engel mit keinen wirklichen Flügeln im Wasser neben einem und ziehen die Person damit nach oben. Was war das? Ja, ich komme raus, schaue mich um, woher das gerade kam. Gut. Ja, ich ringe so ein bisschen Sachen aus. Naja, das Feuer wird es schon trocknen. Ja, vielleicht. Erst denken, dann springen. Manchmal muss es schnell gehen. Sagte der Gabrielit. Oh Gott, wir haben ihn kaputt gemacht. Es sei denn, es wird einem befohlen. Ja, es ist, ja. Wenn hier... Ich habe das Gefühl,
Gefühl, wenn die Menschen hier durch die Berge laufen würden und alles erforschen würden, sie würden viel zu viel finden. In der Einhöhle war ganz viel, da hat der Junge ja schon was gefunden. Jetzt hier, gut, wir sind weiter oben, aber diese Waffen, wer weiß, was noch irgendwo liegt. Ich glaube, da könnten mehrere Scharen von Engeln alles noch absuchen und sichern. Das wäre auch eine gute Aufgabe. Wir sollten die Beriel für ihren Bericht Bescheid sagen. Mhm. Dass großflächig hier mal gesucht wird. Das ist eine gute Idee. Wir könnten auch das Gebirge einebnen. Immer diese endgültigen Lösungen. Diese Nüchternheit, mit der sie das sagen. Ich glaube, das im Moment nicht besonders viele Kapazitäten. Es wird immer noch gekämpft an verschiedenen Fronten. Also im Zweifelsfall schickt man Grupp Gabrieliten vorbei und dann haben wir hier woanders ein Gebirge. Wie viel Gabrieliten braucht es, um ein Meer trocken zu legen? War das nicht die Überlegung letztens? Ja, ja, genau. Wie viele Gabrieliten braucht man, um ein Gebirge einzuebnen? Es wird bald ein ganzes Mathebuch. Think big, ne? Ja, yeah, think big, genau. Oh Mann. Ich möchte mal versuchen, mich davon zu schleichen. Ich möchte mich ein bisschen bewegen. Ja, wir kommen wieder zurück. Und ich achte darauf, dass das Feuer brennt, damit ich mich wärmen kann. Und meine Kleidung trocknet. Ja. Ja, ansonsten sieht jetzt nicht aus, hier sind drei Mädchen. merkwürdiger Gedanke. Ja. Mhm, ist es. Was hält mich trotzdem davon ab, es nicht zu tun? Oder es zu tun? Ja, bei einer Geistesabwesenheit reiche ich euch jeweils einen heißen Becher Tee und kümmere mich dann weiter um Zitariel. Oh, danke. Ich will versuchen, diesen Moment zu nutzen, um mich davon zu stehlen. Zieh mir eine Karte. Das ist eine Karte fürs Davonspiel. Ja, ich will mich davon stehlen. Okay. Ups. Ich will nach draußen. Ich will mich bewegen. Das ist so eng in dieser Höhle. Viel zu viele Engel auf zu engem Raum. Das 19. Arcanum, die Schar. Abkehr, Rückschritt, Erschöpfung, Ausgelaugtheit, Enervierung, Energieverlust. Okay, das heißt, ich versuche aufzustehen und dann fängt die Welt ganz plötzlich an, sich zu drehen. Das ist total merkwürdig. Und dann versuche ich einen Schritt zu machen und dann knall ich erstmal voll auf die eine Seite, wo der Flügel nicht verletzt ist, zum Glück. Aber ich merke meine Rippen und ich merke meine Schulter. Okay, ich bleib doch noch ein bisschen sitzen. Ich hab gerade Daniel seinen Tee gereicht, dreh mich um. Hab versucht, uns den Anweisungen der Raphaelitin zu widersetzen. Ich muss mich bewegen, wenn ich mich nicht bewege, fallen meine Muskeln wieder so steif und dann ende ich wie nach meinem letzten. Egal. Ich ziehe mich wieder auf. Du wirst nicht wie nach deinem letzten Unfall oder was auch immer enden. Diesmal bist du unter meiner Obhut. Wenn du dich an das hältst, was ich dir sage, und das Beinwell noch ein paar Stunden wirken lässt, dann kannst du bald wieder aufstehen und dich bewegen. Versprochen. Ich klinge mich aus. Er könnte fast meinen, sie schmollt. Zitariel, du hast, glaube ich, alles mitbekommen, aber Beriel? Ja, sie guckt euch zu mit eurem Geplänkel da. Sieht ein ganz leichtes Lächeln in ihren Mundwinkeln, aber sie lässt sich sonst, versucht sich sonst nichts anmerken zu lassen. Hat das Buch. Man sieht jetzt, wenn sie hat sich irgendwie einen Kohlestift so zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt und hat tatsächlich irgendwie mit ihren steifen Fingern auf ihrem Blatt geschrieben. Also diesmal einen ganz großen Buchstaben, sehr krakelig. Beriel? Ja. Brauchst du die denn noch? Ich weiß nicht. Also ich kann wieder gut laufen. Beriel hat sie mir noch nicht abgenommen. Oh, tut mir leid, ich war so beschäftigt. Ich gucke Zitadel immer schräg an. Bleib liegen. Dann gehe ich zu Beriel und nehme mir mal die Schienen ab.
Und so, das müsste jetzt, so. Ja, müsste jetzt alles wieder klappen. Entschuldige, dass ich das so lange vergessen habe. Aber Zetariel war ein bisschen... Ich muss sie beobachten, sagen wir es so. Sie ist stark und eigenständig. Das kann aber auch manchmal nicht ganz so gut sein. Zumindest was Brüche angeht. Es ist besser, danke. Ja. Jetzt, wo du vielleicht schreiben kannst, oder du kannst es dir bestimmt auch merken, wir haben die Höhle durchsucht, da waren Kisten mit vorsintflutlichen Schusswaffen drin. Wir haben sie gleich wieder ins Wasser gepackt. Aber vielleicht sollte jemand kommen und diese ganzen Höhlen hier mal durchsuchen oder die Höhlen verschütten oder irgendwas machen, damit wenn hier Leute in die Berge steigen und die Höhlen durchsuchen, werden sie das alles finden. Das ist nicht gut. Ich muss den ganzen Bericht neu schreiben. Das Buch ist weg. Vielleicht finde ich es ja noch. Da war der Bericht mit drin, hinten. Ich finde das bestimmt. Aber wenn ich wieder warm bin, Zitariel hat uns ja den Auftrag gegeben, zu kundschaften, wo es weitergeht. Das werde ich tun. Dann musst du vorsichtig sein. Natürlich bin ich vorsichtig. Erstmal muss ich wieder warm werden. Bestimmt in der Lawine aus der Tasche gefallen. Es wird vergraben sein. Ich weiß nicht, wie weit hier oben der Schnee überhaupt taut. Vielleicht taucht es nie wieder auf. Vielleicht ist das auch besser, nicht, dass das wieder Menschen finden. Aber die können ja eh nicht lesen, oder? Eigentlich nicht. Aber eigentlich sollten sie auch nicht solche Gegenstände haben, wie der Junge im Dorf sie hatte. Wir wissen ja, woher es hat. Ja. Aber lesen? Ich kann nicht lesen. Das lernt man ja nicht einfach so. Das stimmt. Aber viel steht in dem Buch auch noch nicht drin, außer der Bericht und von unserer Zusammenkunft. Ich kann den Bericht auch neu schreiben. Du musst nicht danach suchen. Gut, vielleicht finde ich ihn ja trotzdem. Ich musste mir nur überlegen, ein neues Buch zu binden. Ich muss ja ein neues Berichtbuch anfertigen für die Kirche. Dafür braucht man Papier. Einiges habe ich noch, aber es ist eher Zeichenpapier, als Zeichenpapier gedacht. Es ist nicht so fein wie das in dem Berichtbuch für die Kirche. Aber damit müssen sie dann leben. Hauptsache, sie haben ihre Berichte, damit auch andere später davon lernen können. Gut. Ich setze mich wieder ans Feuer, lege noch einen Scheit nach. Ja, Flammen züngeln wieder etwas weiter nach oben, nehmen den Scheit gerne und gierig an. Ansonsten ist es, wie gesagt, bis auf den pfeifenden Wind, die Geräusche, die er macht, durch die Öffnung, das leichte Plätschern dieses unterirdischen Wassers und das Tropfen des Tropfsteine, den Atemgeräuschen da eurer Scharmitglieder etwas, ja, fast schon monoton, meditativ, ruhig. Ich denke, ich werde jetzt auch noch eine Weile meditieren. Da ich im Moment sowieso nichts Sinnvolles tun kann oder machen kann, werde ich, keine Ahnung, bis in den späten Nachmittag hinein noch meditieren, in der Hoffnung, dass ich mich danach besser bewegen kann und allgemein besser fühle und nicht so wie von einem vorsintflutlichen Fahrzeug überfahren. Ja. Die Stellen, wo du wohl die Brüche hattest, die Rippen waren ja gebrochen und die Flügel waren ja gebrochen, spürst dann so ein Kribbeln unter der Haut. Ist fast schon eine Art Jucken, aber es ist halt nicht richtig Jucken, aber es ist halt so irgendwas in dir, ja, irgendwas arbeitet.
Dein Körper wehrt sich gegen die Verletzung. Merkt man deutlich. Lyriel? Ja. Wie lange werden wir alle wieder brauchen, bis wir ganz genesen sind? Das lässt sich schwer sagen. Ich würde, also bis morgen würde ich auf jeden Fall nochmal hier bleiben. Allein schon, weil ich jetzt viel zu schlapp bin, um den Flug zu bewältigen. Und dann müssten wir mal schauen. Also wäre es besser, bis übermorgen zu warten, bevor wir aufbrechen, auf jeden Fall. Wahrscheinlich, aber wir müssen auch an unsere Vorräte denken. Natürlich brauchen wir grundsätzlich nicht so viel Nahrung, aber es sollte schon reichen, vor allem falls wir wieder so einen unvorhergesehenen Halt haben. Vielleicht findet Inariel irgendwo Honig, wenn er wieder auf eine Jagd geht, und Geflügel. Dann könnte ich vielleicht kochen. Das klingt klar. Gut. Ja, also wenn Inariel nach draußen geht, ist halt wie gesagt windig draußen, Schneefall ja. Ein bisschen. Werde ich machen, sobald ich wieder komplett trocken bin. Ja, die anderen scheinen ja zu warten. Genau. Nichts großartig anzustellen. Gut. Ja, ich werde dann mal kundschaften. Guck mal wieder hoch den Berg. Ist vielleicht nicht so die gute Idee, da wieder rüber zu fliegen, vor allem, weil dahinter irgendwie Traumsaatkreaturen waren. Ich werde mal versuchen, mir ein bisschen Zeit zu nehmen und schauen, ob man irgendwie um dieses Bergmassiv drumherum kommt, ob es da irgendwo noch ein Tal gibt, wo man durchfliegen kann, um auf die andere Seite des Berges zu kommen. In der Tat ist, müsstet ihr schon, also ihr seid ja schon relativ hoch gewesen, ihr wart ja schon fast drüber, also Aber da jetzt nochmal wieder hoch und ja, du kannst da ein bisschen losfliegen, die Umgebung ein bisschen auskundschaften, aber so nah, wie ihr da jetzt dran seid, sowas, also wenn, dann wäre das ein Umweg von wahrscheinlich Tagen, oder? Gut. Ja, wenn ich das feststelle, komme ich dann erstmal wieder zurück und schau mal tatsächlich auf dem Rückweg. Honig. Also hier oben in den Bergen eher nicht. Jetzt aber Geflügel, hast du Tal. Gesagt. Vielleicht finde ich ja irgendwelche Vögel, die da rumfliegen. Ja. So. Ja, also Vögel fliegen da garantiert irgendwo rum. Mhm. Frage ist, ob die genießbar sind, aber. Also Hühnchen fliegen da jetzt nicht rum. Ja, vielleicht Fasan oder. In den Alpen? Ah, stimmt. Gibt es nicht irgendwelche Berghühner oder so? Weiß es nicht. Im Zweifelsfall hole ich mir nochmal Kaninchen oder sowas. Sowas wird wahrscheinlich relativ sicherer sein, zumindest was das Essen angeht. Und kommen dann noch ein paar Stunden wieder. Wahrscheinlich, wenn die Nacht hereinbricht. Mit einem Hasen. Das ist kein Geflügel. Das ist kein Geflügel. Ich habe keinen Honig gefunden. Auch keinen dicken Vogel. Das macht nichts. Ich würde sagen, wir sollten. Ich werde morgen früh, wenn wieder Licht ist, oder heute Nacht noch einmal. Da werde ich nochmal über den Berg fliegen und schauen, was dahinter ist. Weil ich denke, wir müssten drüber fliegen. Dann werden wir das tun. Ja, ich ein bisschen Rast, dann mache ich mich wieder auf den Weg. Vielleicht wir haben Daniel. Keine Eile. In der Not kann Inariel ja auch, wenn euch das Essen ausgehen sollte und
das Jagen mal nichts geht. Die Urieliten sind in der Lage, Wasser und Basisnahrung zu improvisieren. Jupp, dank jupp. Ihrer göttlichen Kräfte. Vielleicht kommst du mit, Daniel. Ich weiß nicht, ob vielleicht da noch weitere Kreaturen auf der anderen Seite sind. Wir sollten nicht unbedingt nachts fliegen. Ich kann das, ich sehe nachts gut. Man sieht mich schlechter. Ich erinnere mich da an fliegende Klamotten am Himmel. Ja, ich kann sie auch ausziehen. Es ist kalt draußen. Kannst du das? Du kriegst so einen sehr, sehr skeptischen Blick, weil Zitaril hat ganz genau mitbekommen, was dir da so durch den Kopf geschossen ist, was sie nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber, ja. Ich nehme mal das Tier aus. Am besten draußen. Ich fliehe vor diesen anklagenden Blicken. Ich guck doch einfach mal. Um mich, auch um diese Frage drumherum zu machen, ob ich mich tatsächlich ausziehen kann. Aber das Gute ist ja, dass man mich nicht sieht. Ha. Ja. Ja. Gut. Ja, fliegst du dann draußen noch ein bisschen rum? Oder machst du das nicht? Also über die Hügelkuppe drüber oder nicht? Noch nicht. Nachdem ich das Kaninchen ausgenommen, gehäutet habe, komme ich wieder rein. Und Zitariel, soll ich jetzt in der Nacht noch kundschaften oder machen wir das morgen früh? Ich würde es lieber morgen früh machen. Wer weiß, was sich hier noch an ungezieferten Bergen herumtreibt. Und wir sind nicht in der Lage, dir schnellstmöglich zu Hilfe zu kommen. Gut, in Ordnung. Gönn dir noch Ruhe, du bist auch verletzt worden und morgen... Ach, das geht schon wieder. So schlimm war das gar nicht mit den Beinen. Ja, in der Tat ist da keine Wunde mehr groß zu sehen. Und, Liberiel, hast du schon was aufgeschrieben? Hast du Papier gefunden? Ja, natürlich habe ich Papier. Wie macht man das zum Buch? Am besten, indem man... Nadel und Faden hat. Man braucht Muriel hat Nadel und Faden. Aber ich habe nicht so viel Papier für ein dickes Buch. Na, ein paar Seiten. Wollen wir das zusammen machen? Du merkst, wie sich die Stirn zusammenzieht. Nein, ich würde jetzt, glaube ich, erstmal für uns kochen, oder? Oh ja. Oder willst du das machen, Muriel? Ich will dir ja nicht die Aufgabe wegnehmen. Ich, oh nein, wenn du das gut kannst, bitte. Wir können das ja zusammen machen. Oder so. Ja, das können wir machen. Gut. Sie ist irgendwie irritiert. Das merkt man auch durch den Gedankenkanal. Sie ist verwundert und fragt sich, was das gerade soll. Ja, dann würde sie sich ans Feuer setzen, gucken, was wir eigentlich so da haben für eine Suppe. Kaninchen gebraten für uns alle ist zu wenig. Aber wie man das am besten für eine Suppe streckt und zubereitet. Viel an Gewürzen haben wir jetzt auch, wahrscheinlich auch nicht. Salz, Pfeffer vielleicht. Ja, das, vielleicht, was Lyria retten konnte, ne? Ist also nicht viel. Liberiel hat bisher eher mit der mehr oder weniger gut ausgestatteten Klosterküche gekocht, sodass sie jetzt doch einiges improvisieren muss. Aber sie scheint eine Vorstellung davon zu haben, welche Kräuter gehen, was nicht geht, was zu Wild passt und Hase passt. Und ja. Wird auf jeden Fall eine Suppe, die nicht scheußlich schmeckt, die heiß ist und kräftig, also ausreichend kräftig ist, sagen wir es mal so. Fehlt halt ein bisschen das Füllmaterial wie Kartoffeln oder Bohnen oder sowas. Mhm. Das haben wir nämlich wahrscheinlich nicht. Ich kann nicht ein paar Erbsen abspenstig machen. Das ist ein sehr karges Suppenmahl. Ja. Mhm. Vielleicht haben wir noch Brot. Dann könnte man Brot wenigstens dazu tunken dann.
Nichtsdestotrotz der Geruch der vor sich hinköchelnden Suppe mit dem geschmolzenen Schnee irgendwie als Wasser und oder aus dem Bergsee. Wo nimmt ihr das Wasser her? Schnee. Ist sauberer. Wer weiß, wo das aus dem Berg herkommt. Ja, das hat nicht so gut geschmeckt. Genau. Es blubbert vor sich hin und fängt dann irgendwann, wenn er da irgendwie ja, Fleisch irgendwie reinmacht und Kräuter irgendwie reinmischt und so, an zu riechen. Was macht Daniel währenddessen? Also Daniel hätte vor allem erstmal während Lyriel ja nochmal bei Liberiel war und sich dann auch mit so ums Essen gekümmert hätte, erstmal geschaut, dass Cetariel liegen bleibt und sich nicht überanstrengt, denn eine umfallende Anführerin können wir nicht gebrauchen. Macht keinen guten Eindruck, ja. Ja. und vielleicht auch so, dass sie das gar nicht groß mitbekommt, sondern irgendwie so alibimäßig fuchtelt er so ein bisschen so schwertübungsmäßig mit seinem Schwert rum, aber hat dann halt mehr trotzdem einen Blick auf Cetariel. Mhm. Der Stalker aus der Ecke. Okay. Ja, wenn du da so herumfuchtelst und immer wieder Cetariel begutachtest, wie die da halb, ja, meditiert ja, ist ja weggetreten. Auf ihrer improvisierten Pritsche liegend oder hockend, am besten hockend wegen dem Klügel, ne? Oder halt bäuchlings, aber oh, naja. Musst du sagen, wie das ist. Nee, die kniet auf einem Bein, das andere angewinkelt. Hat sie sich irgendwann mal angewöhnt vor einiger Zeit, weil das ist der schnellste, das ist die Hocke, aus der man am schnellsten und ohne Probleme aufstehen kann, um aufzuspringen, wegzulaufen oder ähnliches. Das ist tatsächlich noch ein Relikt von der Kriegsfront. Dann treibt irgendwann halt der Geruch von dem Essen durch die Höhle und sammelt sich. Und Daniel fängt diesen Geruch auf. Und irgendwas schießt irgendwie, irgendeine Erinnerung schießt Daniel durch den Kopf, die er vielleicht verdrängt hatte oder so. Auf jeden Fall siehst du vor deinem geistigen Auge irgendwie eine karg eingerichtete Stube und halt einen großen Kessel über einem Feuer, wo es blubbert und wo halt Rauch rauskommt. Irgendwie riecht es genauso wie jetzt gerade. Und dann ist der Gedanke auch schon wieder verschwunden. Dann wird sich bei Daniel auch, weil er halt diesen Gedanken verdrängt hat, auch nochmal so eine Verwirrung einschleusen in den Gedankenkanal, kommen dann die anderen ja dann auch mit. Dieses ist doppelt merkwürdig, weil die Erinnerung, die du da gerade irgendwie auffasst, diesen Raum hast du nicht wiedererkannt. Also, wo kommt das her? Vielleicht ein Gedankenimpuls von Cetariel oder so? Kann ja sein. Ist auf jeden Fall sehr verwirrt, wenn das während dem Alibi-Training da aufkommt, wird er dann auch erstmal so ein bisschen vor Verwirrung zusammenzucken, beinahe sein Schwert außer Hand fallen lassen, was er aber dann noch so in letzter Sekunde irgendwie verhindert. Und erstmal sehr irritiert zum Feuer und dem köchelnden Eintopf da schauen. Da sitzen die drei anderen und köcheln in die Suppe, die immer noch sehr vertraut riecht, als ob du das schon dutzende Male gegessen hättest oder so. Aber du bist ja ziemlich sicher, dass du kaum Suppe isst. Zumindest nicht das, was die da kochen.
bei euch euer erster Tag auch? Wie war das eigentlich bei euch, der euer erster Tag hier auf der Erde, nachdem Gott euch heruntergeschickt hat? In meinem Zimmer stand ganz viel zu essen. Ein Brot mit Honig und eins mit Marmelade, eins nur mit Butter und Salz. Ein Becher mit gepressten Früchten, der Saft herausgepresst und ein wenig mit Wasser verdünnt. Es gab eine Kanne mit Milch und Honig und es gab sogar etwas ganz Besonderes, ein kleiner Becher mit Schokoladenmilch. In dem Moment empfängt Zitari, hast du die Verbindung laufen? Kannst du empfangen? Wirst du von Daniel wahrscheinlich sehr schmerzvolle Eindrücke bekommen. Schwärze, Einsamkeit. Nein, so war das nicht. Wie dann? Dunkel. Ich meine nicht das Erwachen hier, ich meine das danach. So, das war ganz schön, als ich die anderen kennengelernt habe. Es war schön, nicht mehr alleine zu sein. Und ich habe ganz viel gelernt. Ich hatte einen Raum mit Pflanzen. Da waren Pflanzen an der Wand, die hoch zu einem Balkon gingen. Und da waren noch zwei Balkone. Dazwischen war eine Stange. Das war aber weit weg. Das war, glaube ich, ein Teil meiner Prüfung, dass ich irgendwann zu dem Balkon kommen musste. Anfangs waren ja die Flügel noch nicht so gut, dass ich da einfach hätte hochfliegen können. Also musste ich klettern. Aber viel zu essen habe ich nicht bekommen. Aber ich habe auch nicht so oft Hunger. Aber das war spannend, da hochzukommen und dann zur Stange und von da aus zum Balkon und dann das erste Mal fliegen. Oh, das erste Mal fliegen, das war schön. Das war wirklich, wirklich schön. Es brandet die Erinnerung in Zitariel auf von diesem Engel, der auf dem Boden zerschellt. Ich schaue die anderen dreimal so ein bisschen davon ab. Die können das nur, wenn du was willentlich weitergibst, können sie was, genau. Was mitbekommen. Ansonsten bist du die Einzige. Ich schirme das im Moment, also Daniels Erinnerung schirme ich so ein bisschen von den anderen dreien ab. Aber Daniel merkt halt, dass ich ihn so mit so einem Seitenblick betrachte. Also aus der Meditation und aufwacht. Genau, ich mache so ein Auge auf aus der Meditation, gucke ihn an. Und dann kriegt er so die Frage: Möchtest du das teilen? Oder soll ich mich zurückziehen? Ich meine, die Ausbildung war hart, aber die ist bei uns allen gleich, also. Anscheinend ja nicht. Bei uns ist die bei allen gleich, also. Ja. Kommt dir der Gedanke auch wieder hoch, irgendwie die es nicht geschafft haben, gehen in die anderen Orden? Ja, also möglicherweise fragt sich Daniel in dem Moment auch, ob die anderen überhaupt Erinnerungen an die Zeit davor haben. Als sie Gabrielit versucht haben zu sein, ja. Ja. Okay. So. Ja. Das erzählen sie euch? Ja, das erzählt man sich. Unter den Engeln selbst, nicht die. Ich glaube nicht, dass das so ist, Daniel. Das würde bedeuten, dass Gott Fehler macht. Dass er die Engel dem falschen Erzengel zuteilt.
Aber ist dann das Scheitern in der Ausbildung nicht auch ein Fehler? Wenn sie zu schwach sind? Ich weiß es nicht. Das müsstest du ihn fragen. Vielleicht gibt es nicht genügend starke Körper für die Seelen der Gabrieliten und manche haben nicht so viel Glück, sich an ihren gewöhnen zu können oder dass er sich an sie anpasst. Vielleicht sollen sie euch dies überleben, aber auch einen Grund geben, diese Ausbildung durchzustehen. Ich habe ähnliche Bilder wie deine schon mal gesehen. Ähnliche Gedanken schon mal gehört. Ähnliche Dinge gefühlt. Du merkst dann, wie Daniels Gedanken, dass das alles pures Glück sein soll, quasi, dass man gerade in einem passenden Körper da angekommen ist, dass das ihn tierisch irritiert, dass es in seinem Gehirn arbeitet, er damit aber vollkommen überfordert ist. Er antwortet da dann auch nicht mehr wirklich drauf gerade. Während ihr wahrscheinlich gerade in Gedanken miteinander redet, kriegt ihr sicherlich nur mit, vielleicht auch einfach nur, wie ihr seht, dass Inari dann sehr begeistert von seinem Himmel erzählt. Und das Spannendste ist ja eigentlich der Mittelteil des Himmels, wo die ganzen Lehrer sind. Weißt du, sie sitzen auf verschiedenen Ebenen und erzählen unterschiedliche Sachen. Was auch sehr interessant ist, ist, dass manche erzählen etwas und machen mit den Händen aber etwas anderes, was jemand anders erzählt. Das ist dann auch sehr spannend, wenn man fliegen kann, weil man dann mehr erfährt. Das ist erstaunlich. Und das macht Spaß, ja. Bei uns wird alles nur sehr, sehr schnell erzählt. Ach, das ist bestimmt auch gut. Wir müssen es lernen zu sortieren. Ja, das muss man dann auch, wenn man da hinschaut und da hört und die anderen Sachen muss man ausblenden. Das könnten Sie bei uns auch einführen. Ja, ich könnte euch das zeigen. Also, naja, ich alleine nicht. Du müsstest dann vielleicht mitmachen. Weißt du, du erzählst etwas, ich erzähle etwas anderes und da gerade Daniel irgendwie weggetreten wirkt. Und Lyriel muss es danach erklären, was eigentlich passiert ist. Ich musste von dem Kraut auf, das ich gerade gesagt habe. Ja, das müssen wir noch lernen. Aber ich fand das anfangs auch schwierig. Bei uns war das offensichtlich etwas einfacher. Wenn ich was lernen wollte, bin ich hingegangen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber das war dann auch in Ordnung. Dafür habe ich gelernt, wie ich mit meinen Pflanzen umgehen muss. Und natürlich, was ich damit kurieren kann. Und immer wieder kamen Menschen zu uns und mussten geheilt werden. Oder auch Frauen, die ihre Kinder bekommen haben, denen haben wir geholfen. Alles, was so anfällt. Dann hattest du ja von Anfang an Kontakt mit Menschen. Ja, nicht in den ersten Tagen. Ich musste natürlich erstmal noch etwas lernen, bevor ich dort helfen konnte, aber ja. In unserem Himmel gibt es kaum Menschen, außer die Beginen und die Nonno, die dort tätig sind und uns unterrichten und für den Turm, für den Himmel oder im Himmel arbeiten. Ansonsten sind dort keine Menschen.
Vielleicht in den unteren, ja, wo gekocht wird. Aber sonst sind oben nur die Engel, die ausgebildet werden. Ja, das oder ist die bei uns Ausbilder. Auch so. Mich hat das auch immer interessiert, wo die... Das ist mit den Menschen, wie die so leben. Naja, gelebt haben sie bei uns ja auch nicht. Sie kamen zu uns, wenn sie Heilung benötigten. Und wir haben dann geholfen. Bei uns gibt es wenig, was die Menschen brauchen. Wir sind nur für die Engel da. Das ist auch wichtig. Du bist ja auch für uns da. Das wäre so ein Seitenblick, so ein Schälen. Bin ich das? Ja. Na sicher. Ich nehme noch so einen Löffel von der Suppe. Schmeckt übrigens sehr lecker. Könnte besser sein. Es fehlt halt einiges. Na, aber mit dem, was ich dir gebracht habe, hast du das Beste gemacht. Ja, ich probiere dann auch mal und guck Liberia an. Du hast auf jeden Fall das Beste herausgeholt. Es schmeckt wirklich gut. Danke. Zetariel, möchtest du jetzt auch eine Schale? Du scheinst wieder wach zu sein. Ja, gerne. Fülle ich noch eine ab und bringe sie dir rüber mit einem Löffel. Würde die dann mal vorsichtig... Du sitzt ja sowieso schon. Genau. Dir die reichen. Daniel, bist du fertig mit deinen Übungen? Ja. Er kommt dann auch zum Feuer, hockt, setzt irgendwie irgendwas so dazwischen sich dazu. Und probiert dann auch mal. Ich nehme an, das schmeckt dann auch irgendwie komisch vertraut. In der Tat, ja. Kriegst irgendwie wieder einen kleinen Flashback von einer gutherzigen älteren Dame hinter diesem Topf, der eben noch leer war, also wo sie eben noch nicht stand, rührend, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das ist total seltsam. Ich kann schwören, dass ich das, und er schaut auf diese Schale, noch nie gegessen habe, aber es schmeckt sehr vertraut. Das liegt daran, dass Liberio so gut kochen kann. Bestimmt. Ihr tauscht euch also über die ersten Tage aus, ja? Das sind deine Gedanken. Ich mache das zu offensiv, oder? Ich meine, sie hat das bestimmt schon durchschaut. Dass du sie gerne hier behalten würdest? Mhm. Vor allem, er nickt auch noch so. Mhm. Ja, der ganze Schritt anders guckt wahrscheinlich. Sie ist sehr schlau, was denkst du? Gut, ich halte die Klappe. Nein, nein. Alles gut. Ja, wir haben über unsere ersten Tage als Engel geredet. Also über unsere ersten Tage. Guck mal so zu Daniel, so. Ja. Bei uns scheint das alles ein bisschen anders funktioniert zu haben. Ich habe die ersten Monate den ganzen Tag alleine in meiner Kammer gesessen. War nicht sonderlich groß, hatte ein Steinpodest und hab dann ein Gebet auswendig gelernt.
Und ich durfte erst raus, als ich es vollständig konnte. Dann habe ich erst die anderen Engel getroffen. Dann gab es Disziplin und Gehorsam. Befehle erkennen, bevor sie ausgesprochen wurden. Und ganz viele körperliche und Kampfübungen. Alles andere verweichlicht ja auch nur. Und wer eine Übung nicht bestanden hat, kam nie wieder. Gut, nie wieder. Aber sie müssen doch irgendwas machen. Die waren weg. Du weißt doch jetzt nicht, wo sie sind? Nein. Ich meine, das sind Engel des Herrn. In den anderen Orden. Also, nach dem, was Cetariel eben ihm so im Gedankenkanal erzählt hat, verschweigt er, was man sich da unter den Junggabrieliten sich erzählt. Und du hast nie gefragt? Fragen? Du siehst vielleicht, wie bei Daniel sowas Ähnliches wie ein Grinsen auf die Lippen kommt. Also es ist kein Grinsen, aber für Daniel-Verhältnisse könnte es schon fast als Grinsen gewertet werden. Fragen waren nicht gestartet. Aber Fragen sind doch wichtig, wie will man denn sonst lernen? Dem es dir gezeigt wird? Ja, sie können ja keine Gedanken lesen. Also. Also Michaeliten schon. Michaeliten schon, ja. Na gut. Ja, jeder hatte seine andere Ausbildung. Also ich muss sagen, das von Liberien mit dem Kakao und dem Essen klingt irgendwie noch sehr schön. Das klingt definitiv angenehmer. Boah. Ich darf nicht verstehen, dass die Gabrieliten vom Erzengel Gabriel gesegnet sind. Sie sind die Krieger. Das bedeutet, sie kriegen eine Kriegerausbildung. Mhm. Keine Heilerausbildung. Keine Speerausbildung, keine Gelehrtenausbildung. Naja, aber fürs Kämpfen muss man ja nicht monatelang alleine sein. Und eingesperrt. Vielleicht hat er nur lange gebraucht, das Gebet auswendig zu lernen. Daniel zieht eine Augenbraue hoch. Über den Gedankenkanal kommt zu Zitarel, hat er mich gerade dumm genannt. Du kriegst folgendes Bild zurück. Lyriel schafft schnell einen Löffel Suppe in den Mund, um nichts zu sagen. Und wie war das bei dir, Zitarel? Ich habe als erstes gelernt zu erkennen, dass ich existiere. Also, dass ich bin. Denn als ich geboren wurde, gab es keine Cetariel. Es gab... Wie soll ich euch das erklären? Ich habe erfahren, was es heißt, die perfekte Gemeinschaft zu sein. Eine Schar, in der es keine Grenzen gibt zwischen einem selbst und den anderen. Es gab kein Ich,
Es gab nur wir. Wir waren 10 vielleicht. Aber es ist schwierig. Man kann es nicht in Worte fassen. Ich werde es euch einfach zeigen. Und ich mache den Kanal weit. Und ihr kriegt die ersten Eindrücke von dieser 10-köpfigen Michaelitenschar, wo es keine Grenze gibt. Es gibt zwar die körperliche Grenze, aber die ist nicht wichtig. Es gibt sehr viele Bilder, sehr viele visuelle Eindrücke, sehr viele Perspektiven, die ständig auf einen einprasseln. Es gibt verschiedene Herzschläge, die alle im selben Rhythmus schlagen. Es gibt Atemzüge, die im selben Rhythmus getan werden. Es gibt Emotionen, die alle miteinander teilen. Sobald einer sich irgendwie anders fühlt, schwappt das wie beim Domino-Effekt auf alle anderen über. Es ist wie, als hätte man einen Stein ins Wasser geworfen, der Kreise zieht. Es gibt keinen eigenständigen Gedanken. Es gibt keine individuellen Gedanken, keine individuellen Gefühle, keine individuellen Handlungen. Sobald einer etwas realisiert, realisieren das alle. Ihr kriegt mit, wie einer bemerkt, dass einer unserer Nonos auf uns zukommt und wie es plötzlich alle bemerken, wie wir uns umdrehen, wie wir geeicht sind. Also es gibt kein Wir, es gibt kein Ich in diesem Wir, sondern nur wir. Und das ist sehr verwirrend für euch wahrscheinlich, weil dieses Gefühl werdet ihr nie gespürt haben oder nie in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen können, sobald diese Erinnerung halt davon schwebt. Es ist schwierig zu begreifen, zu verstehen, was dort halt passiert ist. Und es ist fast undenkbar, wie sich dieses Wir voneinander getrennt haben soll. Ich bin dann erstmal still. Gott hat sich was dabei gedacht, dass wir jetzt alle zusammen sind. Jeder das kann, was er gelernt hat. Auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Wahrscheinlich werden wir auch einfach in den anderen Himmeln bei der Ausbildung hätten wir das gar nicht so gut geschafft. Bei uns. Gott ordnet uns dorthin, wo wir hingehören, zu dem, was wir können. Dass er glaubt, dass wir können. Von dem er weiß, dass wir es schaffen oder ertragen können. Und ich löffle meine Suppe still weiter. Gerade ertragen können, hatte so einen merkwürdigen Beigeschmack. Ja, man merkt so ein bisschen, wie so über den Gedankenkanal von Liberia so ein Schein ausgeht, als wenn so eine Glühbirne angehen würde bei ihr. Und wenn es anfängt aufzugehen und ihr Blick, der vorher so bei jedem, der so erzählt hat, lag der Blick ganz intensiv drauf. Also wenn sie wirklich die Person studieren würde und die Wörter aufsaugen würde, die derjenige sagt. Jetzt wandert ihr Blick so runter in ihre Schale nach den letzten Worten und sie isst ganz langsam und mechanisch, während halt dieses Licht so in diesen Gedankenkanal flutet von ihr. So ein heller, als wenn man so ein Dimmer von der Glühbirne aufdreht. Die Technik. Ketzer. Dann halt, als wenn die Morgensonne aufgeht, so über den Rand erst so dieses Dämmerlicht, das immer heller und strahlender wird, bis es dann irgendwann im Zenit zur Mittagssonne steht. Aber das dauert ein bisschen, bis es dahin kommt. Aber es wird halt heller. Sie isst dann ihre Suppe auf. Und irgendwann bleibt der Löffel liegen. Sie starrt in ihre Suppe. Man sieht die Augen, die halt blank werden, weil sie ab. Man hört sie dann so ganz leise ihre Worte murmeln und sie taucht ab in ihre Gedankenkathedrale. Und dann fängt sie an zu bauen. Was denn? Sie kommt dort an, rennt durch den Garten, reißt die Tür auf, guckt sich hektisch im Raum um,
Daniel, ich brauche dich gleich, aber zuerst. Und dann hört man so dieses Knirschen im Gebäude, als sich das Dach höher setzt, so ein bisschen, eine neue Ebene eingezogen wird, eine große neue Treppe an der einen Seite entsteht und so den einen Raum verkleinert dadurch, weil er jetzt die Treppe hochwandert. Die bekommt ein weißes Geländer, wo sich so Blumen drumherum ranken, wenn ich dabei an Lyriel denke. Dann gibt es einen großen Torbogen, der dort steht, man kommt raus. Sie geht dann, also Liberiel geht die Treppe, während sie sich bildet, mit hoch in den neuen großen Raum, der dort entsteht, der von Säulen getragen ist. Und viele Durchbrüche in der Wand sind und man sieht einen großen, runden Tisch, der dort entsteht. Sie bleibt in diesem Torbogen stehen und ruft runter, Daniel, Daniel, komm hoch, komm! Du brauchst da unten keinen Platz mehr. Wir machen uns jetzt hier einen großen neuen Raum. Für uns alle. Und dann entsteht draußen über dem Dach, da wird es ein bisschen weiter, und dann steht da draußen so ein Garten mit Kräuterbeeten für Lyriel und eine Trainingsecke, die sich aufbaut für Daniel und eine große Flugplattform mit so Ringen, die so am Dach hängen, wo Inariel Flugkunststücke machen kann. Genau. Und ein schönes Podest mit einem gemütlichen Stuhl für Cetariel, genau, wo sie walten und schalten kann und Übersicht hat. Friedlich scheint und sie da sein kann. Ein Thron, ja. Nee, nicht wirklich ein Thron, das nicht. Genau. Aber ein gemütlicher Stuhl. Ja, ein schöner, gemütlicher Platz, wo sie alles im Auge haben kann, aber nicht über uns drüber guckt, sondern schon durchaus bei uns auf einer Höhe bleibt. Und halt auch mit einem Gang nach draußen, man sieht so die Sonne, die reinscheint, über den Garten, der sowieso schon draußen ist, über den Garten, der jetzt auf der Dachterrasse angelegt ist und durch die großen Torbögen reinscheint in den großen Engelsraum, den Liberiel gerade dabei ist einzurichten. Alles in hellen Farben gehalten. Während unten die Taverne an sich ja eher in diesen warmen Tavernenfarben, Holzfarben gehalten ist. Es ist hier oben wirklich alles hell und weiß und freundlich und offen und weit. Und versucht wirklich für jeden Engel, von dem, was sie jetzt so ein bisschen erzählt haben und wie ich sie erlebt habe in den letzten Tagen, seitdem wir aufeinander getroffen sind, in eine Ecke einzurichten. Und man sieht halt auch, wie tatsächlich so dann Lyriel, meine ich, Gestalt annimmt dort mit ihren zarten Flügeln und dort im Garten anfängt zu graben. Und ja, Inariel angeflogen kommt und Kunststückchen um diese Holzringe macht, die da gewachsen sind aus dem Dach und sich so nach und nach alle um diesen Tisch dort einfinden. Genau. Sie steht irgendwie in der Mitte und guckt sich das alles an, wie es entsteht und justiert hier und danach. Und in der Zwischenzeit draußen wird so die Suppenschale kalt in ihren Händen. Aber man sieht vielleicht, wenn ihr so das halt mitkriegt, dass sie weg ist, wie so ein Lächeln auf ihren Gesichtszügen entsteht und halt dieses Licht in den Kanal immer weiter und heller und leuchtender wird. Und Begeisterung reinschwappt vielleicht tatsächlich. Also wir merken ja, dass Liberiel weggetreten, wir kennen das ja, sie kriegt nichts mit und ich beug mich so zu Inaria. Ich werte das als ein gutes Zeichen. Ich glaube auch, das doch nicht. Ich habe vorhin gedacht, ich habe es ein bisschen zu weit getrieben, aber ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Hast du gut gemacht. Ja, währenddessen streue ich mal ein bisschen Sand im Gruppenchat und ziehe quasi selber so eine Arena aus dem Boden, wo dann quasi Inariel, Lyriel und Daniel und ich drumherum sitzen. Während ich die Suppe weiter esse, weil ich bin sehr multitaskingfähig, das ist eines der Dinge, die ich gelernt habe. Ich kann 60 Dinge gleichzeitig tun. Und dann würde quasi die Gedankenzitarie den Ring betreten und dem Gedanken Daniel mal so einen auffordernden Blick zu werfen, so nach dem Motto,
Ich muss ein bisschen flexibel bleiben. Und das ist quasi wie sie ihr Schwert zieht. Und dann wartet, dass du in die Arena kommst. Also das ist jetzt wo? Also das ist... Das ist im Gedankenchat. Wir haben ja eine Gedankenverbindung. Ja. Yeah. Und ich habe jetzt quasi ein Bild reinprojiziert von so einem Sandplatz und stehe jetzt quasi in meiner gedanklichen Abbildung auf diesem Sandplatz. Das ist also ein reines Gedankenspiel. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das genauso funktioniert, wie du dir das gerade vorstellst, weil das ist eher so diese Rameliten-Sache, die Liberia ja gerade macht mit dem ganzen Projizierungskram. Also sie können, du kannst halt Gedanken senden so, aber es bleibt halt auf einer gedanklichen Ebene. Also es ist halt jetzt nicht komplett eintauchen in eine Virtual Reality ähnliche Sache. Okay. Ich weiß halt nicht genau, wie viel Interaktionsspielraum wir da haben, weil wir ja auch schon über die Karte quasi alle interagiert haben, die halt wir da schon mal drin hatten, deswegen. Also wie gesagt, also wenn du dir das vorstellst, kannst du natürlich diese Impulse halt senden und die anderen empfangen die halt auch, aber das ist jetzt nichts, wo man halt jetzt in einer virtuellen Arena oder sowas irgendwas machen könnte. Ah, okay. Ja gut, dann esse ich einfach nur meine Suppe zu Ende und dann verlegen wir das einfach nach morgen in die reale Realität. Ich habe auf jeden Fall den Gedanken gefasst. Ja. Muss ja auch mal gucken, wozu meine Leute fähig sind. Und vielleicht ebnen wir währenddessen das Gebirge ein. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe, schauen wir mal. Es wird auf eine Art und Weise vielleicht, also diese gedankliche Herausforderung wird es vielleicht geben können, so, aber ja, wie gesagt, nicht. Also so ein mentales Computerspiel kannst du da irgendwie nicht abrufen. Es bleibt halt immer noch dabei, bleibt immer noch ein Gedanke und keine Manifestation. Dann klopfe ich einfach mal, ob er da Lust drauf hätte morgen. Kriegst du quasi so rein. Natürlich, warum nicht? Keine Ahnung, hätte ja sein können, dass du Angst vor mir hast. Macht dir das quasi in einer privaten Unterhaltung oder so, dass wir alles mitbekommen? Das kriegt ihr durchaus mit. Also außer Liberia, die ist ja beschäftigt. Ja. Aber dann wirst du Liberia auch ungefähr genauso aufseufzen. Angst. Ernsthaft. Ja, ernsthaft. Ich habe noch nicht von meiner Abschlussprüfung erzählt. dieser Gedankenkanal funktioniert in beide Richtungen, ne? Wenn Citariel das will. Zumache, ja. Solange ich den nicht zumache, kannst du alles erzählen. Oh, danke schön fürs Koala-Kraulen, Captain Katze. Dann, siehst du tatsächlich diese wirklich nachtschwarz dunkle Arena, wo dann Spotlight-mäßig ein Feuerball auf Daniel zugeflogen kommt, wo sich so Mandibeln in ihn verbeißen, wo er dann am Ende diese Libelle war es, glaube ich auch, ne? An den Mandibeln einfach nur mit bloßen Händen auseinanderreißt. Das sehen die anderen übrigens auch. Also ich habe die anderen Kanäle nicht zugemacht. Also habt jetzt Kino. Und wenn das dann vorbei ist, fragt er dann nochmal Angst. Nun, ich bin keine Libelle. Das habe ich auch gerade gedacht. Währenddessen sind wir irgendwie halt total verkrampft, ihre Schlüssel hält und so. Oder dass ich verliebt bin? Ja. Ja, Inari hat dann auch nichts mehr weiter vor diese Nacht.
tatsächlich noch früh meditieren gehen, sage ich, nenne ich das jetzt mal so. Weil ich möchte, sobald die Sonne oben ist, dann noch den Weg auskundschaften. Mhm. Ja, während Liberiel da in ihrer Gedankenkathedrale unterwegs ist und neu baut und sich erfreut an den neuen Bewohnern ihrer Taverne, des ersten Stocks ihrer Taverne, irgendein ist gerade wieder rauschen. Wird der alle gemutet, die nichts machen? Merkwürdig. Wird irgendwas, also du wirst es eine ganze Zeit lang genießen können und schauen, wie da irgendwie rumgetollt, geflogen, erzählt, gestanden, geerntet wird. Und dann kommt aber eine Erschütterung in die Taverne. Mhm. Ja, dann stock ich, lausche und trete mal raus auf die Terrasse, um zu gucken, was das sein könnte. Ja, man hört jetzt so einen leichten, irgendwo wie so eine Präsenz, die versucht irgendwie von außen in deine Kathedrale reinzukommen. Als wenn jemand klopfen würde. Das ist ja so, dass die eigenen Kathedralen halt ja abgeriegelt sind von dem großen Sammelraum. Und ich weiß nicht, wie das bei dir wirkt, wenn jemand halt von außen, ob überhaupt schon mal jemand versucht hat, irgendwie von außen reinzukommen. Wahrscheinlich noch nie. Nee, außer Kirikiel damals, aber der hatte ja sowieso eine Präsenz. Den habe ich ja mitgebracht und eingeladen sozusagen. Genau. Ja, dann stutze ich, überlege eine Weile, was das sein könnte, weil ich das halt noch nie erlebt habe und denke dann, das klingt irgendwie wie ein Klopfen. Ich sollte eine Glocke installieren. Und während ich das denke, baut sich halt draußen, stell mir es so vor, wie wirklich, hat man diesen Rosentorbogen, wo es rausgeht, dass da von außen, wenn man fremd ist, wirklich zwei schön gestaltete Holzflügel vor sind. Und da wächst jetzt praktisch so eine kleine Silberglocke, die man läuten, so an so einer Strippe, wo man ziehen kann, die dann läutet. Lausch mal, ob es jetzt läutet. Ja, dann klingelt so ein kleines Glöckchen, ja. Ich hab Besuch! Ich hab Besuch! Dann laufe ich die Treppe runter und durch den Garten. Ich habe hier keine Flügel, dass ich einfach zu dem Tor fliegen könnte von hier oben. Mhm. Und ziehe dann mal die Tür auf und guck mal, wer davor steht. Ja, vor dir steht ein kleiner, etwas dicklicher Engel mit kahl geschorenem Haupt. Mit einem leicht verängstigten Blick, der sich immer so umschaut. Er hat auch so ungefähr so kleine Flügel wie Liberiel. Das ist total irgendwie, er ist halt sehr dicklich. Bräuchte eigentlich wahrscheinlich größere Schwingen, aber naja. Und schaut sich halt irgendwie hektisch um. Du siehst die Skriptura eines fortgeschrittenen Engels. Also der ist, genau, du siehst Skriptura, nicht nur Signum und Sigil. Also es ist ein alter Engel. Oh, okay, ich habe jetzt einen sehr jungen Engel vor Augen gehabt, okay. Ja, er sieht halt sehr jung aus. Also, okay. Klein vor allen Dingen. Geht dir gerade mal bis zum Kinn. Ja, ich strahle ihn zuerst an und dann registriere ich die Zeichen, die er trägt und trete einen Schritt zurück und verneige mich. Oder? Was kann ich für euch tun? Bist du Liberiel? Ja. Ich hab nicht viel Zeit, glaube ich. Du bist in den Alpen, oder? Ja. Wo? In den Alpen? Ziemlich weit oben. Die sind groß, verdammt! Ja, das weiß ich. Wo? Ich habe nicht den Pfad der Ureliten studiert. Keine Ahnung. Hast du einen Ureliten bei dir? Kannst du ihn fragen? Natürlich kann ich ihn fragen. Dann schnell, mach das. Jawohl. Drück die Tür zu, spreche meine Worte und reiße die Augen auf. Inariel? Ja, ich... Wo sind wir? In der Höhle. Wo genau? Was? Antworte mir bitte einfach. Ich habe gerade
Jemand hat mit mir Kontakt aufgenommen, ein Bruder, und er fragt, wo wir sind. Am einfachsten ist das Zitarie. Würdest du das mal ihr zeigen? Hast du eine Landkarte? Ja, Landkarte. Ich würde das genau zeigen, wo das ist. Wahrscheinlich ziemlich zentral. Ja, ich starre auf den Punkt, sauge den praktisch auf, und ihr hört mich, während ich da drauf starre, wieder murmeln. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Iberien, was ist los? Zuck weg. Ich rechne die Tür auf meiner Seite wieder auf und halte die praktisch schon ab mit der Karte entgegen. Mit so einem großen Punkt mit Pfeil. Hier. Ja, er reißt dir quasi diese virtuelle Karte aus der Hand, studiert das und dann, sehr gut. Ja, Zu wem gehörst du? Bitte? Zu wem ihr gehört? Ihr gehört, Bruder. Und warum werden wir gesucht? Nein, ich suche nicht. Also irgendwie schon, aber du bist nicht so weit weg von mir und ich brauche Hilfe. Was für Hilfe? Ich habe meine Schar verloren und wir werden angegriffen. Wo seid ihr? Ganz in deiner Nähe, glaube ich. Du malst so einen anderen Punkt auf die Karte, der jenseits der Hügelkuppen liegt. Übrigens jetzt der Hügelkuppen. Das ist die andere Seite des Gebirges. Ja, genau. Das ist nicht weit weg. Michael Diet hat irgendeine Präsenz gespürt und meinte, ich sollte Ausschau halten, ob es einen Ramieliten in der Gegend gibt. Wir haben gestern gekämpft gegen Traumsaat an der Gebirgsstütze. Ja, Traumsaat ist hier, genau. Mehr? Es ist nicht mehr. Keine Ahnung, wie viele ihr da hattet. Eine Handvoll. Ich weiß es nicht so genau. Ja, ich mache Meldung. Also ich habe den... Die Elitin wird entscheiden. Komm schnell, ich bin, glaube ich, der Einzige, der noch über ist. Jawohl. Ich starre ihn an und während ich die Tür zudrücke, murmel ich wieder, dann ist die Suche, dann ist die Kathedrale, dann ist das Wissen. Und dann reiße ich wieder die Augen auf mit einem ach du Scheiße Blick und ich spüre wirklich so dieses ach du Scheiße, wie es auch in den Kanal flutet. Bild, aber ja. Ich stell mal die Suppenschale weg. Was ist zur Hölle? Da, auf der anderen Seite der Kuppe kämpfen sie. Ein Rami-Elite, er sagt, seine Schar ist in Bedrängnis. Er ist möglicherweise der Letzte, der noch da ist. Wo? Auf der anderen Seite. Das Gebirge. Zeig's mir. Wie nennt sich das oben drauf? Ich schicke diese Karte ins Bild. Des Gipfels. Ja, ich... Wo jetzt so ein weiterer Punkt aufploppt. Sie sind hier. Ich schnappe mir Pfeil und Bogen. Er ist älter. Hat schon die Skriptura-Zeichen, die er trägt. Und seine Schar ist ausgelöscht? Das weiß ich nicht. Das ist seine Vermutung. Er muss sich ja zurückziehen, um suchen zu können und Hilfe suchen, rufen zu können. Das ist seine Befürchtung gerade gewesen. Er ist sehr, sehr hektisch und unruhig gewesen. Deswegen war ich nur kurz hier und jetzt, ja. Soll ich nachschauen? Nein, wenn dort wirklich gekämpft wird, wird ein einzelner Speer nichts bringen. Ich kann schon mal vorfliegen und ihr kommt nach. Ich kann euch dann zeigen, was ich sehe. Im Zweifelsfall werden sie dich entdecken. Dann seid ihr alleine. Nein, mich entdeckt man nicht, wenn ich das nicht möchte. Ich fange wortlos an, das Lager aufzulösen, den Topf vom Feuer nehmen, damit er abkühlt, und pack alles zusammen. Wir werden hier heute Nacht, wenn wir es überleben, wahrscheinlich hin zurück. Nein, wenn wir schon auf der anderen Hügelkuppe sind, werden wir uns dort ein Lager suchen müssen. Okay. Inariel, ja. Flieg los. Du bist ja auch noch nicht sicher, ob du überhaupt schon fliegen kannst mit deinem Flügel. Das schauen wir jetzt gleich mal. Flieg los. Wir brauchen dringend eine Übersicht. Daniel, du folgst ihm in einigem Abstand. Aber lass ihn vorlaufen. Für den Fall, dass irgendwas ist, möchte ich, dass du aber in der Nähe bist, um eingreifen zu können. Jawohl. Ich packe tatsächlich noch meinen Rucksack, den ich mir wahrscheinlich so vorne vorm Bauch schnalle, weil hinten ein Flügel. Und gehe dann raus. Inariel! Ja? Inariel, Daniel, Lyriel, Zitariel, ich bleibe bei euch.
Ich komme nochmal zurück. Drücke dich. Ja. Natürlich ist dieser Rucksack im Weg. Das ist, die Entscheidung ist sehr gut. Und dann kletter ich aus der Höhle raus und fliege hoch. Ist es jetzt mitten in der Nacht eigentlich? Ja. Ja, gut. Dann fliege ich, dann die gottgegebenen Kräfte, die mir trotz der Dunkelheit dann doch den Pfad zeigen. Ja. Was ist auf jeden Fall ungewöhnlich ist, was du auf jeden Fall in der Dunkelheit auch sofort bemerken kannst, ist, dass es brennt in der Nähe. Also diesen leichten Schein jenseits der Bergkuppe. Dann fliege ich da auf jeden Fall hoch. Sobald ich ziemlich auf unserer Seite noch vom Gipfel bin, suche ich mir eine Stelle, wo ich mein ganzes Zeug, also jedenfalls Rucksack und ja, meine Kleidung am besten, ablegen kann. Dass ich sie dann nachher auch finde und so nackt wie ich bin, verberge ich mich vor den Blicken. Bis zu der Kuppel werde ich dann noch relativ nah an dir dran gewesen sein. Wenn du dich jetzt unsichtbar machst, weiß ich nicht, wie weit ich auf Abstand bleiben soll. Dann bleib erstmal hier. Ich guck mal, wie weit sind wir denn weg? Höre ich noch Zitariel? Zitariel? Ja, du merkst, wie ich so mit dem Verband kämpfe. So, lass mich los! ich sage dir Bescheid, wenn Daniel mir folgen soll. Ja. Ich sage dir dann Bescheid, Daniel. Und dann, ich bin bei dir. Mache ich mich auf die andere Seite der Hügelkuppe und ich lasse tatsächlich auch Pfeil und Bogen hier, denn die sind auch nur verräterisch, also komplett ohne irgendwelche Ausrüstung und ohne Kleidung. Mhm. Schwinge ich mich auf die andere Seite, fliege ich Kundschaften, genau. Und schaue auch mal, wenn hier eine andere Schar war, war vielleicht ja auch ein anderer Urielit dabei und er hat vielleicht Spuren hinterlassen, die ich sehen könnte. Nach sowas. Und ja, obwohl, außerdem ist da ein großes Feuer. Ja. Also das Feuer ist das Erste, was man riecht und auch wahrnehmen kann. Dicke Rauchschwaden gehen auch in den Himmel rein. Wenn du die Bergkuppe überfliegst, siehst du auch dann ein kleines Wäldchen, was weiter unterhalb ist, irgendwie. Tannenwäldchen, was irgendwie lichterloh in Flammen steht. Und du siehst einen großen Teil des Schnees, der es weggetaut ist. Also kurz vor dem Wäldchen oder bis in das Wäldchen rein teilweise. Ja, dann fliege ich da mal runter. Ja, hier kannst du dann tatsächlich Spuren eines Urieliten sehen auf dem Boden. Dann folge ich diesen Spuren. Gehen ins Feuer rein. Mist. Dann mal drumherum. Nix drumherum und man hört irgendwo aus dem Inneren des Feuers noch so summende Geräusche. Ich übermittle die ganzen Bilder an Zitariel weiter. Ja, auf der anderen Seite kommt nichts mehr raus. Ja, wenn du einmal außen rum bist, irgendwie das Feuer frisst sich halt langsam durch einen Baum nach dem anderen, vergrößert sich. Und wenn du halt einmal ganz rumgelaufen bist, steigt plötzlich aus den Kuppen des Feuers steigt ein merkwürdiges Geschöpf in den Himmel. Sieht aus wie eine riesige Schmeißfliege. Allerdings scheint die lichterloh in Flammen zu stehen. Also an sich, der Körper scheint an sich zu brennen. Und das fliegt gerade quasi wie so ein Phönix halt aus diesem brennenden Wald nach oben. Und steht als Lichtpunkt halt jetzt über dem Feuer noch. Ich verhalte mich erstmal ganz still. Steht da eine Weile, fliegt dann weiter Richtung Tal, also von dir weg.
Das Feuer scheint dem Ding allerdings nichts auszumachen, wenn es denn in den Flammen stand. Ja, ja. Dann. Daniel? Ich sende so ein Bild, wo ich bin, wie ich da hingeflogen bin. Ich bin hier. Kannst du meine Kleidung und meine Ausrüstung mitnehmen? Den Rucksack kannst du da lassen. Daniel greift dann einfach nur nach den Klamotten, Pfeil und Bogen und gibt dann Gas dahin, wo Inaria gerade gezeigt hat. Ja, ich mache mich dann auch wieder sichtbar für ihn. Ja, Daniel sieht dann auch dieses Feuer Inferno in diesem kleinen Wäldchen, das jetzt ja, lichterloh in Flammen steht. Halt ein großer Waldbrand. Müssen wir da rein? Vielleicht sind sie da drin, vielleicht sind sie verletzt. Ich kann mal nachschauen. Dich verletzt das Feuer nicht? Nein. Gut, dann schau nach, bitte. Ich schmeiß dir noch deinen Bogen und deine Danke. Klamotten zu. Ja, dann zieh ich mich auch an. Aber sag Bescheid, was passiert. Ich komme nach, auch wenn das Feuer mich versenkt. Liegt dann geradewegs auf diese Feuerwand quasi zu. Aktiviere dann im Flug Daniels Geschenk. Mhm. Fliegt dann da durch, in der Hoffnung, dass da innen drin irgendwie noch was ist, um einen Überblick zu behalten, und würde mich da mal umschauen. Also wie gesagt, das, dieser brennende Wald und irgendwie, ja, dass der Schnee ist halt um den Wald halt abgeschmolzen, und in einer Richtung, quasi rechts von dir, ist halt ein größerer Bereich weggetaut von dem Schnee. Und wenn du in den Wald rein willst, ja, es ist halt zunächst massive Rauchentwicklung natürlich. Das Atmen fällt dir schwer. Ich weiß gerade nicht, ob die Gabrieliten, also die Urieliten, können das mit dem Rauch einfach rausfiltern, zumindest auf höheren Stufen. Wenn es dafür eine besondere Fähigkeit braucht, habe ich sie nicht auf jeden Fall. Dann wird dir auf jeden Fall das Atmen schwer fallen wegen dem Rauch. Ich kann lange die Luft anhalten, aber. Ja, du hast, glaube ich, du hast ja die Skriptura noch nicht. Weil die Skriptura hast quasi eine integrierte Gasmaske. Also lange Luft anhalten hat Daniel in der Ausbildung ja auch gelernt. Er hat ja den Befehl abtauchen, aber nie den Befehl auftauchen bekommen. Ja, ich erinnere mich, ja. Dementsprechend hat er da, glaube ich, ein ausreichendes Lungenvolumen, um da erstmal trotzdem eine Zeit lang noch zu kundschaften. Ja, dann findest du zunächst einmal, das Erste, was du siehst, ist halt einer deiner Ordensbrüder total verbrannt. Man erkennt es nur noch daran, dass er an einem Flammenschwert sich festhält, immer noch. Er liegt halt auf dem Boden, völlig in Flammen, und hat halt in der einen Hand dieses erloschene Flammenschwert. Daneben liegen zwei weitere Engel, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wenn das noch in der Reichweite ist, bekommt ihr auf jeden Fall gerade eine ziemliche Erschütterung bei Daniel mit. Insbesondere der gefallene Gabrielit bedrückt ihn gerade sehr. Weil ihn verbrannt. Vor allem der verbrannte Gabrielit, weil, ne, Flammen und so, das können die ja eigentlich ganz gut. Ja. Brauchst du Hilfe? Wenn das auch noch weiter auf die Distanz funktioniert, seht ihr dann auch diese Bilder? Ja, ich laufe unruhig so am Rand des Feuers auf und ab und überlege die ganze Zeit, ob ich mit rein soll, um dir zu helfen. Ich fliege auch mal so ein bisschen nach oben, aber das Problem ist, wenn ich da drüber fliege, kriege ich auch die ganze Hitze ab. Dir würde ich dann sagen, wenn du es schaffst, ohne zu verbrennen, komm nach, sonst warte auf die anderen. Vermutlich nicht. Zitariel, Liberiel, Lyriel, wo seid ihr? Äh,
Wir haben wahrscheinlich das Lager notdürftig zusammengepackt. Obwohl ich erstmal sage, dass wir alles Schwere hier lassen, weil wir jetzt schnell fliegen müssen. Das können wir zur Not immer noch holen. Wahrscheinlich stehe ich gerade vorne auf der Höhle und auf dieser Kuppe und spreiz mal die Flügel und guck mal, ob wie es mir damit geht. Soll ich denn eine Karte ziehen? Ja, bitte. Okay. Und ich glaube, das Beste, solange ihr noch nicht da seid, werde ich mal weiterhin kundschaften und schauen, ob hier nicht irgendwelche Traumsaat-Kreatur wieder zurückkommt. Ja. Siebte Arcanum, der Schöpfer, Triumph, Wandel, Bewegung, Wachstum, Evolution, Fortschritt und so weiter. Ja. Von Cetaria geht eine sehr merkwürdige Stimmung aus. Sie hat so eine ähnliche Situation schon mal gehabt und an die erinnert sie sich überhaupt nicht gern. Sie ist schon mal abgestürzt, das weiß zumindest Lyriel, durch die Verletzungen, die sie in ihr gespürt hat. Und sie musste schon mal nach einem Absturz relativ schnell wieder flugfähig werden. Und damals hat sie jemanden im Arm gehabt, den sie sehr, sehr dringend aus einer Gefahrenzone rausbringen musste. Und es ist so ein merkwürdiges Gefühl, jetzt sich quasi wieder in so einer ähnlichen Situation befinden, wo halt Leute Hilfe brauchen und man selber ist nicht wirklich einsatzbereit. Aber dadurch, dass sie das Ganze schon mal erlebt hat, zieht sie daraus quasi die Stärke, die sie braucht. Man merkt diesen eisernen Willen, den sie besitzt. Und tatsächlich bewegt sie die Flügel probeweise, merkt, okay, es funktioniert besser. Es ist tatsächlich der linke Flügel macht nicht mehr so Probleme wie vorher. Und dann dreht sie sich zu den beiden anderen um und sagt, und jetzt fliegen wir. Und dann stößt sie sich ab und steigt tatsächlich in die Luft. Es gibt so einen kleinen Anfangsschwenker. Man sieht, dass sie halt doch ein bisschen kämpfen muss, aber dann hat sie sich sehr schnell gefangen und steigt nach oben. Sie hat das Schwert halt an ihrer Seite und wartet dann kurz darauf, dass die anderen auch starten, dass sie dann voranfliegen kann. Ja, ich kontrolliere nochmal, dass ich alle Kräuter, die ich noch übrig habe, dabei habe und entsprechend zumindest so viel Verbandszeug ich mitnehmen kann und starte dann auch. Iberien? Ja, ich komme, ich bin da. Gott, dieses verdammte Fliegen! Dein ist Gottes Liebe, dein ist diese Schar, dein sind diese verdammten Flügel. Und dann stoße ich mich aller Kraft ab, man hört ein hohes Quietschen von ihr mit diesem Naaah! Und dann flattert sie eher hektisch als vernünftig, kommt aber halbwegs vom Boden hoch und dann ziehst du mir mal eine Karte, ob sie sich oben halten kann. Oh nein. Oh Gott, es geht schon wieder los. Und es sind wieder der Gabrielit und der Urielit an der Front. Ja. Da muss ich hingehören. Das 17. Kanon, die Inspiration, umgedrehte Bedeutung, Einfallslosigkeit, Sturheit, Pessimismus, Zweifel, Überanstrengung. Sie zweifelt und sie taumelt. Von oben kann man wahrscheinlich sehen, dass sie halt mit den viel zu schnellen Flügelschlägen und die auch wieder nicht ganz aufgespannt sind, sie nicht wirklich hochkommt. Sie taumelt und sie trudelt. Es sind ja auch die Flügelspitzen immer noch kahl. Und man sieht, wie diese Haut wieder anfängt aufzureißen. So ein bisschen Blut, das in die weißen Federn reinsickert. Aber an purer Sturheit und immer wieder mit den Worten: Dein ist Gottes Liebe, dein ist diese Schar und dein sind diese Flügel, kämpft sie sich hoch zu euch. Man sieht, es kostet sie echt Kraft und wahnsinnig viel Anstrengung. Und ihr hofft einfach nur, dass sie diesen Flug darüber jetzt durchhält und dann nicht dann in was auch immer da drüben passiert abschmiert. Ja. Ich würde dir versuchen, gedanklich unter die Arme zu greifen, indem ich dich halt zur Ruhe gemahne.
dich daran erinnere, dass deine Flügel nicht für kleine hektische Bewegungen gedacht sind, sondern für groß ausholende. Und sobald wir eine gewisse Höhe erreicht haben, wirst du dann wahrscheinlich auch merken, dass es einfacher geht, weil der Start ist das Anstrengende. Und dann fliegen wir halt relativ schnell auf die Bergkuppe zu, in einem seichten Anstieg, nicht in einem steilen. Ja. Daniel wird vielleicht weiter suchen, findet halt unter einem umgestürzten, nicht brennenden Baum einen zerschmetterten weiteren Engelskörper eines Urieliten. Der Bogen liegt noch daneben. Die Gefühle, die über den Kanal kommen, werden immer bedrückter, erschütterter. Bring sie raus. Das noch so viel bringt? Ja. Liberik, kannst du ihn erreichen? Wen? Den anderen Ramiliten? Ja. Er hat mir seinen Namen nicht gesagt. Ich versuch's. Ich steh dir noch vor der Tür. Du siehst auf meinem Gesicht nur, du hast nicht gefragt. Ja, ich, während wir da hochfliegen, ich bleib mal ganz in der Nähe, so zwischen Lyriel und Zetariel, und sage, dazu muss ich aber wechseln. Ich hoffe, ich fall nicht. Dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale, dein ist das Wissen. Weh, ich finde dich jetzt nicht. Ja, und wenn ich da dran drüben bin, stürze ich zurück zu meinem Rosenbogen und reiße die Tür auf, in der Hoffnung, dass er noch da ist. Ja, er ist noch so halb da, sitzt auf dem Boden, schaut dich so ein bisschen an, hustet dann ganz laut. Wo bist du? Ich trau mich nicht zurück. Du musst zurück. Daniel und Inariel sind da. Sie müssen schon ganz nah sein. Sie haben deine Gefährten gefunden. Du musst dich ihnen zeigen, damit sie dich in Sicherheit bringen können. Ich kann mich aber nicht bewegen. Wo bist du? Was war das Letzte? Wo hast du dich versteckt? Felsspalte. Hast du einen anderen Anhaltspunkt als Felsspalte? In diesem brennenden Wald halt. In dem brennenden Wald, oha. Unter einer Wurzel, ich bin reingekrochen. Wurzel, unter einer Wurzel, ja. Ich sage das weiter, wir finden dich, halt durch. Und ich wechsle wieder und greife auf den Kanal zu. Da ist der Rami-Elit, jetzt habe ich mir nicht nach dem Namen gefragt, er ist unter einer Wurzel in einer Felsspalte im brennenden Wald. Er lebt, aber er bekommt kaum noch Luft. Wenn Daniel das dann über den Gedankenkanal bekommt als Info, wird er halt mal gezielt nach irgendwelchen Felswurzelspalten Ausschau halten. Saust quasi durch das brennende Inferno. Hast selber, wie gesagt, Probleme mit dem Atmen irgendwann. Ist jetzt auch schon eine ganze Weile da. Er wird auch zwischendurch, wenn das möglich ist, immer mal ein bisschen höher geflogen sein, um noch mal so einen Atemzug machen zu können. Ja, okay. Also raus, rein. Ja. Und findest dann tatsächlich so einen kleinen felsigen Überhang, der halt mit Bäumen umwachsen war. Die Bäume brennen halt alle. Und da wächst halt irgendwie ein dickerer Baum an so einem Felsen entlang. Der halt auch gerade irgendwie brennt und als du gerade ankommst, wahrscheinlich dann auch kippt. Und so den Hohlraum unter den Wurzeln freigibt, als er kippt. Und da liegt halt so ein ramelitischer Engel drin mit verbrannten Flügeln. Und irgendwas ganz doll umklammernd und halt mit diesem trypischen, ramelitischen, weggetretenen Blick. Sturzflug dahin. Ich
kenne den weggetretenen Blick mittlerweile zu Genüge. Ich versuche den gar nicht erst aufzuwecken. Ich nehme den einfach in meine Arme und versuche erstmal steil nach oben, damit die Luft ein bisschen besser wird. Und dann so aus dieser Flammenwand quasi raus. Mhm. Ja, ich sehe das sicherlich, wenn er endlich rauskommt. Ich bin ja die ganze Zeit am Gucken, ob da nicht jemand in den Wald möchte, beziehungsweise wo er wieder rauskommt. Und dann fliege ich da auch hin. Daniel, gut. Geht's dir gut? Daniel würde erstmal dann ordentlich husten, weil die Luft außerhalb dieser Flammenwand wahrscheinlich auch weiter oben trotzdem besser ist. Ja, also du hast deutlich, also das Atmen fällt dir sehr schwer. Du hast wahrscheinlich ordentlich Rauch geschluckt. Also es wäre dann auch mehr so ein hustendes die anderen. Ja, die anderen kommen bestimmt gleich. Die anderen kommen gleich. Die werden den brennenden Wald sehen. Ich glaube, ich brauche die jetzt nicht hierher zu führen. Ich schaue ihn mir mal an. Ich habe ja ich nenne es mal Vorlesungen, habe ich ja so ein bisschen was über Heilkunst gelernt und schau mal, ob ich da irgendwas machen kann. Ich würde behaupten, wir sind auch so da in der Gegend erstmal gelandet, damit du den dir in Ruhe angucken kannst. Ja, dann nehme ich irgendwie mal Schnee. Der hat starke Verbrennungen, die Flügel sind halt bis auf die Stümpfe halt abgebrannt. Ja. Und die Haare sind weg, falls er mal jemals welche hatte. Irgendwie ist halt alles verschorft jetzt wegen Brandblasen geworfen. Die Kleidung teilweise irgendwie zerrissen. Wobei er hat noch so einen dicken Rucksack, den er halt umklammert hält. Und nicht loslässt. Ich nehme dir den ab. Also ich bin Inariel. Er ist, wie gesagt, dieser... Ja, ich versuche das trotzdem. Kann ich den... Nein, kann ich nicht. Ich nehme ein bisschen Schnee, um so die Brandwunden so auch zu kühlen und da ein bisschen zu säubern. Die Atmung ist übrigens äußerst flach. So ganz extrem flach. Muriel? Ja? Wir brauchen dich. Der Ramirlid braucht dich. Ich lege einen Zahn zu und versuche halt noch schneller dahin. Ich meine, ja, brennender Wald ist ja jetzt nicht so schwer zu finden. Mhm. Ja. Ja, sehe ich die drei denn dann schon? Oder? Ja, klar. Ja. Okay, dann fliege ich so schnell es mir möglich ist hin und lege quasi so eine kleine Bruchlandung hin. Also, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr abbremsen sollen vom Landen, aber ist mir dann auch egal. Ich falle im Grunde direkt neben ihm auf die Knie und dieser ein starke, verbrannte ramelitischen Engel. Ja, ich suche mir so ein Stückchen Haut, das noch heile aussieht, sodass ich zumindest durch Sand auflegen selber nicht noch Schmerzen verursache. Schließ die Augen und schau erstmal gar nicht, sondern nutze halt meine Kraft, dass ich quasi Kraft spenden kann und gebe die quasi der Lunge, damit er halt möglichst schnell den Rauch aushusten kann und zumindest wieder atmen kann. Ja. Ja, und ihr seht dann halt auch wieder, wie das Schwarze aus Lyriels Fingerspitzen in ihn übergeht. Den Schein wird man nicht sehen, sondern am Feuer. Aber dass halt wirklich ihre Finger wirklich bis auf... Stark beansprucht in den letzten paar Tagen und Stunden. Ja. Das heißt, so viel Heilkraft wird Lyriel wahrscheinlich auch nicht haben. Ja, wie gesagt, ich spende halt Stärke an die Lungen, dass die abhusten können und werde die schlimmsten Brandwunden heilen und... aber ansonsten erstmal noch mal ein bisschen. Du bist jetzt ziemlich sicher, die Flügel wirst du nicht retten können? Nee, auf keinen Fall. Und auch der Großteil der Haut ist halt auch verbrannt. Also du kannst das Schlimmste irgendwie eingrenzen, sodass er daran nicht stirbt. Mhm. Aber der wird nicht schön aussehen, wenn er denn mal zu sich kommt.
Daniel, geht's dir besser? Er hustet tatsächlich noch ein bisschen Rauch raus aus seiner Lunge. Ja, war nur sehr beeindruckend da drin. Vier zur Unkenntlichkeit verbrannte Engel zu finden. Sind sie vielleicht am Leben? Kannst du sie rausholen? Die sahen jetzt für mich nicht so aus, als ob die noch irgendeine Chance gehabt hätten zu leben, oder? Nee. Also dem Ureliten, der ist halt von dem Baum erschlagen worden. Und die anderen waren halt bis, ja, fast komplett verbrannt. Noch schlimmer als das qualmende Etwas, was da bei Lyriel ist. Mein Blick geht zu dem Ramieliten. Der sieht noch am besten aus. Ja, das ist doch egal, wie sie aussehen. Der Gabrielit war ein Haufen Kohle. Stehe. Ich kann nichts für sie tun. Das sah sehr übel aus. Sobald was war das für ein Vieh? Das war groß. Gewaltig. Sobald wir gelandet sind, möchte ich wieder in die Kathedrale gehen und zu dem Ramieliten ihm sagen, dass er aufwachen soll. Aufwachen kann. Er ist jetzt in Sicherheit. Sicher? Wir haben dich. Du bist bei uns. Du kannst aufwachen. Okay. Und dann siehst du ihn halt vor deinen Augen verschwinden. Und alle anderen, als er die Augen richtig aufschlägt und anfängt total zu brüllen. Schmerz halt. Alles verbrannt und so. Ja, ich steck noch so viel Heilkraft rein, wie ich kann. Und Wir sind bei dir. Mein Name ist Inariel. Wir müssen die Umgebung im Auge behalten, nicht, dass dieses Ding zurückkommt. Ich mache das. Ich mache das und ich suche uns vielleicht einen guten Ort. Inariel, könntest du vielleicht eine Decke mitnehmen und wenn du Wasser findest, sie nass machen und zurückbringen? Das wird zumindest seine Wunden kühlen. Schnee? Ja. Feuer? Ja, Nee, traue ich mich nicht, das könnte zu kalt sein und gut, einen Schock verursachen. Ich nehme eine Decke mit und fliege mal los. Ich fliege mal in die Richtung, aus der dieses Riesenvieh geflogen ist. Also ja, ins Tal. Ob aus der Richtung noch etwas kommt, da würde ich aber auch nicht allzu weit reinfliegen. Und dann schauen, ob wahrscheinlich weiter oben am Berg wieder zurückkommen. Und schauen, ob wir da irgendwie einen Unterschlupf finden, irgendwas, das uns nicht über unseren Köpfen zusammen wegbrennt. Weil der Wald wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter brennen. Der Wald brennt weiter, ja. Also der nächste Unterschlupf, der sicher wäre, wäre halt eure Grotte da, ne? Na gut. Die ist ja nicht so dann, weit weg, ist halt immer oben drüber. Ja. Ja, dann schaue ich mal nach einem Bach oder sowas. Ne, ein Bach ist hier nicht. Also tatsächlich. Unterirdisch, ja. Aber, Ja, dann nachdem ich ein bisschen gekundschaftet habe, werde ich dann die Decke mit Schnee voll machen, vollstopfen und in Richtung vom Feuer und dann soll das schmelzen. Mhm. Gut. Und dann mit einer halbwegs nassen Decke zurück. Könnt ihr ihn in die nassen Decken einwickeln. Wie heißt du eigentlich? Pandariel. Freut mich, dich kennenzulernen, Bruder. Was ist passiert? Riesiges Traumsaat-Ding. Habe ich noch nie gesehen, diese Art. Kannst du es mir zeigen? Du meinst drüben? Ja. Wir brauchen vielleicht das Wissen. Ja.
Schau mal, Titania, Blick wird wieder trüb. Hast du noch Fragen an ihn, die ich vielleicht vergessen würde, dass ich sie noch stelle? Was war seine, warum war seine Schar hier? Wer waren die Mitglieder seiner Schar? Wir müssen Meldungen geben. Ja. Und ja, ihn dann drüben die Tür wieder aufziehen. Mhm. Wenn er dann zu mir kommt, ansonsten gehe ich seine Tür suchen. Ja, nee, der ist immer noch da, wo direkt vor deiner Tür. Komm herein, Pandariel. Okay. Schön hier. Außergewöhnlich. Danke. Soll ich das hier machen? Wir gehen nach oben. Komm mit. Ich bringe ihn zu dem Engelsbereich, den ich geschaffen habe, und dort in die Gabrieliten-Ecke und würde mal... Daniel, komm mal dazu. Ja, schaut so ein bisschen erstaunt auf die anderen. Hey. Wissen die davon? Nein. Sollten sie? Ist nicht schon irgendwie ungewöhnlich. Mir nie in den Sinn gekommen, meine Schargeschwister abzubilden. Sie haben Wissen und Wissen... Ich Wissen über ihren Orden Bücher. Und ihre Persönlichkeit. Ja, Bücher reden nicht. Also schon auf ihre eigene Art, aber ich mag Stimmen. Ah, okay. Ich mochte Stimmen noch nie. Oh. Zu anstrengend, mit Leuten zu reden. Nein. Sie erzählen interessante Dinge. Schöne Geschichten. Apropos, kannst du es mir hier zeigen? Ja, warte mal. Mach so ein steinernes Bassin, wo man einen Deckel drauf machen kann. Da rein am besten. In voller Größe? Nein, in kleiner. In kleiner? Dann müssen wir einen Maßstab uns überlegen. Ich weiß nicht, wie groß war es denn jetzt wirklich? Riesig. Das ist auch kein Maßstab. Das ist richtig. Ich werde ein paar Mal rumprobieren müssen, bis ich die richtigen Maße habe. Gut. Dann können wir es ausmessen. Das ist ja sehr schön. Ich sollte es in richtiger Größe und dann messen wir es aus. In meiner Kathedrale? Ja, du hast gesagt, ich darf das hier machen. Aber nicht in Lebensgröße. Hast du einen Platz, wo das geht? Nicht in Lebensgröße, nein. Schade. Du etwa? Wir können doch einen machen. Ja, das ginge. Hast du keine Abteilung für Traumsaatkreaturen? Hast du etwa eine? Klar. Wie soll ich denn sonst wissen, welche Kreaturen ich schon getroffen habe und welche ich noch kategorisieren muss? Untersuchen muss und... Du folgst dem Pfad Gabriels? Nein. Welchen hast du gelernt? Ich bin Forscher. Biologe. Aha. Es ist aber nicht der kleine Engel, mit dem ich damals zu meinen Lehrzeiten noch unterwegs war. Gut. Hätte mich auch gewundert, wenn er schon so hoch wäre. Nee. Nein, ich habe so einen Raum nicht. Ich bin eher eine Diplomatin. Ah, noch nicht viel mit Traumsaat zu tun gehabt, nicht wahr? Nein. Naja, dann ist es ja auch nicht nötig für dich.
Naja, vielleicht in Zukunft schon. Wohin warst du mit der Nascha unterwegs? Was habt ihr hier gemacht? Wir sind in Gabrielsland stationiert. Wir sollten eine Nachricht bringen nach Roma Aeterna. Hab ich in meinem Rucksack. Ich hoffe, den hat's nicht zerrissen. Nein, den hast du noch im Arm gehabt gerade. Ja, gut. Wie hießen deine Begleiter, deine Scharmitglieder? Unser Michaelit war Carmiel. Dann Xandriel, der Urielit, Lauriel, der Gabrielit und Boliel, die Raphaelitin. Gut. Daniel, unserer Gabrielit, hat die anderen tot im Wald gefunden, in den Flammen. Wir können sie im Augenblick nicht bergen, es tut mir leid. Verstehe. Welche Nachricht solltest du überbringen oder ihr? Ich weiß nicht. Worüber? Ich schaue doch keine hohen Dokumente an, ohne dass ich Erlaubnis habe, ihn anzugucken. Woher kommt die Nachricht? Von einem ramelitischen Mönch namens Ugo. Was, Hugo? Ugo. Die haben ganz merkwürdige Namen da in Gabrielsland. Die sind eh alle sehr eigenartig. Gabrieliten, sie sind eigen. Ja, das Land ist wie tot. Nicht so schön wie bei uns. Sie sind die Engel des Todes? Ja, das merkt man auch. Ich habe mich so gefreut, nach Roma Aeterna zu kommen. Die Stadt ist schön, ja? Ja. Ich war seit meiner Engelsweihe nicht mehr dort gewesen. Wo kommt ihr denn her? Wir kommen gerade aus Roma Aeterna. Ihr seid da stationiert. Ach, ihr habt so gut. Nein, wir sind auf dem Weg zu unserer neuen Station. Oh, wo? In Gabrielsland? Nein. Boah, so wir, ein Schwein. Wir ziehen ins Raguelsland. Ins Raguelsland? Ja. Aber die Raguliten gibt's doch nicht mehr. Genau deswegen. Die Menschen dort sind ganz allein. Sie brauchen Führung und Hilfe. Oh, verstehe. Deswegen auch Diplomat, hä? Mhm. Ah, deine Michaelit muss sehr schlau sein, dich da ausgewählt zu haben. Entweder das oder sehr mutig. Wieso? Nun ja, die Reise dorthin ist schon nicht ganz einfach. Ich bin als Diplomatin bisher nicht viel geflogen. Ah, verstehe. Hättet ihr auch mit dem Wagen fahren können. Ja, nein. Ich glaube, die anderen hätten das nicht so befürwortet. Wo so eine Reise mit einem Wagen, mit einer Kutsche, von Gasthaus zu Gasthaus, wäre bestimmt schön gewesen. Ja. Gibt es noch etwas, das wir wissen sollten? Warte mal, ich bin gleich fertig. Und er arbeitet halt die ganze Zeit an dem Modell. Ja, ist halt irgendwie, hat das so groß irgendwie ungefähr gemacht. Das halt, wie sieht aus wie eine brennende Schmeißfliege. Ja, sperre diese, sie diese dann richtig schönen dicken Fetten, diese ekligen. Weißt du? Diese Schillerfliegen. Ja, ja. Diese richtig die speckigen Abstoßen. Dicken. Ich könnte tatsächlich dafür. Ich habe sowas noch nie gemacht. Was weißt du darüber? Wie gesagt, das habe ich noch nie gesehen, so ein Ding. Kann ich das nachher übrigens mitnehmen oder soll ich das hier lassen? Ich studiere das selber so mit Blicken. Du kannst es ruhig mitnehmen. Sicher, dass du es nicht hier haben willst. Erster Teil deiner Sammlung.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich so eine Sammlung... Guck, mein Blick geht so zu Daniel. Ich glaube, ihn würde es freuen. Ja. Das Daniel-alter Ego nickt. Wenn du es nicht mitnehmen möchtest, darf es auch hier bleiben. Du sprichst darüber, als hätte es einen Namen oder so, oder als wäre ein Haustier. Oh, das ist Nein. eine interessante Idee. Nein! Nicht wirklich. Haustier. Nein. Hast du ein Haustier hier? Vielleicht ein Hund oder eine Katze? Ja, tatsächlich wird ein Hund hier im Gasthaus leben. Nämlich ja, so ein Mischlingstier, das nachgebildet ist von dem Hund, den sich mein erster Michaelit angelacht hat im Kloster. Das war so ein streunender Mischling, den hat er als noch sehr jungen Hund dort ganz zu Anfang unseres Jahres dort aufgegabelt. Der hatte irgendwie ein Faible für Tiere und dieser Hund wich ihm nicht mehr von der Seite und hat immer ganz schrecklich gewinselt, wenn Ludiriel auf eine Flugrunde gegangen ist und der Hund nicht mitfliegen konnte. Und er war immer total begeistert und hat meinen Michaeliten abgeschlappert, wenn er wieder zurückgekommen ist. Und der fand das auch noch toll. Eigenartige Schar hast du da. Nein, also warum? Mein Urielit hatte auch so viele Haustiere. Der hatte irgendwie so eine Ratte und ich glaube irgendeinen Vogel. Moment, was war das? Eine Elster, glaube ich. Oh, eine Elster würde vielleicht auch zu Inariel passen. Vielleicht. Ja, auf jeden Fall, wir mussten immer alle möglichen Tiere mitnehmen. Gut, dass wir da in Gabrielsland irgendwie nicht so oft raus sind, sonst hätten wir den ganzen Zoo mit uns rumschleppen müssen. Bisher hat Inariel kein Tier bei sich. Jedenfalls keins, von dem ich wüsste. Er bringt Sei nur froh. Manchmal Hasen mit, aber die sind zum Essen da. Essen? Ihr habt Essen? Von dem Haseneintopf könnte noch was sein, ja. Oh, prima. Ich krieg jetzt schon Hunger. Ich weiß nicht, ob ich in der Wirklichkeit überhaupt was essen vertrage. Warum solltest du kein Essen vertragen? Das hat eben scheiße wehgetan, als ich wieder zurück bin. Ja, das ist richtig. Du siehst... entschuldige, dass ich das so sagen muss, aber du siehst auch wirklich nicht gut aus. Wir haben selber gerade einen schweren Kampf hinter uns und unsere Raphaelitin ist noch nicht wieder richtig erholt. Unsere Raphaelitin war noch jung. Gerade erstmal die ersten Tage aus ihrer Weihe raus. Oh. Und dann so ein schwerer Kampf. Die Arme. Ja. Es tut mir sehr leid. Aber Hauptsache, das Schriftstück hat es geschafft. Und man die Aufgabe noch erledigen kann. Vielleicht lässt man mich danach zum Herrn zurück. Weil, wenn du sagst, dass ich so verbrannt bin, werde ich wohl sicher keine neue Schar kriegen. Du könntest aber vielleicht immer noch einen guten Platz in einer Bibliothek oder in unserem Himmel haben. Was soll ich denn da? Mich von den anderen auslachen lassen? Nein, ich kehre zum Herrn zurück. Das wird garantiert schön. Das ist sicher auch eine gute Idee. Erfülle meine Pflicht und dann darf ich zurück. Ja. Das, was ich eigentlich vom ersten Tag wollte. Ich hinterlasse dir meine Traumsaatsammlung, wenn ich soweit bin. Ich werde dafür einen extra Raum einrichten. Und ja. Sie sicher zu würdigen wissen. Prima. Dein Wissen wäre mir sicher nützlich dort in Raguels Land. Das Fegefeuer hat vielleicht das ein oder andere Unschöne hinterlassen. Ich war einmal in der Nähe vom Brandland. Da kommen ganz schön eklige Viecher raus. Es würde mich freuen, auf dein Wissen zugreifen zu dürfen. Aber so eine komische, fette Feuerfliege war da noch nie bei. Die sind neu. Gut, ich werde es den anderen...
Unser Gabrielit war total überfordert. Und vor allen Dingen hat sein Feuer ihn verbrennen können. Das war sehr eigenartig. Also durch Feuer überhaupt verletzbar? So genau habe ich nicht aufgepasst, aber ich glaube nicht. Das ist schlecht. Ja. Ich bin ziemlich schnell weggelaufen, habe mich versteckt und als ja, die ersten Flammenschläge mich erwischt hatten, bin ich nur noch gekrabbelt und mich dann irgendwo unter diese Wurzel eingegraben. Und bin schnell hierhin und hab dich gesucht, weil unser Michaelit meinte, hier in der Nähe ist eine Schar. Das waren dann wohl wir. Gut. Vielleicht solltest du dich hier noch ein wenig ausruhen. Ich gebe die Informationen weiter. Ich glaube, wenn du die Schmerzen aushalten musst, ist das noch anstrengender für dein Leib. Ja. Und dein Geist. Wir versuchen dir zu helfen. Ich finde es hier ganz angenehm. Nun. Sieht aus wie eine Taverne, nicht wahr? Tavernen sind schön. Ja, das fand ich auch. Hast du Spielmannsleute? Ja, durchaus. Hervorragend. Ja, ich bringe ihn dann runter. Er setzt sich halt unten an so einen Tisch, legt die Füße hoch. Spielt auf! Dann spielen sie auch, na klar. Und ich lasse ihm auch was Gutes zu essen kommen. Oh, das riecht wie so... Ich gehe mal rum und schließe die Räume ab, wo ich wirklich nicht will, dass er da reinguckt und irgendwas erfährt. Mhm. Und lasse ihm einen Raum, wo nichts irgendwie Sensibles drin rumsteht, wo er essen kann und wo ich dann auch sicher sein kann, dass er hier keinen Unfug anstellen kann. Und würde dann, ich muss zu meiner Schar zurückkehren. Ich bewege mich garantiert nicht weg. Gut. Stell keinen Unfug an, bitte. Nein, nein, natürlich nicht. Lausche der Musik und ja, vielleicht frage ich dein Gabrieliten-Ego mal ein bisschen nach dir aus. Er wird dir nichts erzählen. Ich gehe die Treppe hoch und gebe den Abbildern den Auftrag, nichts zu erzählen. Weder von unserem Auftrag, noch von mir, noch über unsere Schar oder sonstiges. Die haben jetzt alle so ein Stummzeichen über dem Kopf. So Mute. Genau. Und denke mir, oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht? Jetzt habe ich den hier. Und dabei macht man das doch so selten. Und oha, oha, oha. Verabschiede mich dann bei Pandariel und kehre mal in die Realität zurück. Ja. Mache dann die Augen ganz langsam auf. Bin wieder da. Und? Sein Name ist Pandariel. Er ist Forscher und mit seiner Schar stationiert gewesen in Gabriels Land. Er ist... Ja. Sehr lebensfroh. Wie bitte? Er ist sehr lebensfroh. Ja. Er ist... speziell und er folgt dem Aspekt des Zweiges der Raphaeliten, der Biologie. Den hat Interesse an tierischen Lebewesen. Mhm. Und er erforscht auch für die angelitische Kirche die Traumsaat. Und diese Fliege, diese Feuerfliege, hat er noch nie gesehen. Die ist neu. Mein Blick liegt dann auf Daniel. Ihr Feuer ist auch für die Gabrieliten gefährlich. Und das gabrielitische Feuer hat ihr nicht geschadet. Er hat jedenfalls dann nichts davon mitbekommen, dass sie dadurch beeinträchtigt worden wäre. Hat Daniel eigentlich das Schwert geborgen?
Du bist gemutet, glaube ich. Gemutet. Genau, wir können dich nicht hören. Schon schwer, sich entmuten. Ja, mein Skype ist heute was langsam. Okay, alles klar. Nee, er ist ja erstmal auf der Suche nach dem noch lebenden Engel gewesen. Mhm. Dementsprechend, das Schwert wäre jetzt noch da drin. Jo. Was macht denn jetzt mit dem? Also ich habe keinen weiteren Unterschlupf gefunden. Wir müssten wieder zurück in unsere Höhle. Das sollten wir auch tun. Wir müssen uns noch ausruhen und dann werden wir morgen den Flug über die Hügelkuppe nach Gabriels Land wagen. Er ist mit einer Nachricht auf dem Weg nach Roma Eterna. Er kommt aus dem Gabriels Land. Die Nachricht stammt von einem Mönch meines Ordens. Was für eine Nachricht? Also, das konnte er mir nicht sagen. Er weiß nicht, was drin steht. Sie ist versiegelt. Und in dem Rucksack, den er an sich klammert. Er bleibt jetzt eine Weile in der Kathedrale. Dort lassen sich die Schmerzen aushalten. Besser aushalten als hier. Ich denke mir, in einem sehr gut abgeschotteten Bereich meines Gehirns. Ja, das scheint in eurem Orden irgendwie gang und gäbe zu sein. Sein Michaelit hat ihn beauftragt, jemanden, der Michaelit, Kamil hieß er, wusste wohl, dass hier eine Schar in der Nähe sein muss und hat ihn beauftragt, uns zu finden, Kontakt aufzunehmen zu mir, um Hilfe zu bekommen. Er wird seinen Auftrag nicht zu Ende bringen können. Wir können nicht zurück mit nach Oma Eterna nehmen und er wird nie wieder fliegen. Ich weiß, aber das habe ich ihm noch nicht gesagt, nur dass sein Zustand wirklich schlecht ist. Dann wird das morgen ein sehr tolles Gespräch, sollte er aufwachen. Na gut, packen wir ihn ein. Daniel, willst du das Schwert noch bergen? Auf jeden Fall. Was mit dem Schwert von Kamil? Habe ich da einen Michaeliten identifizieren können oder waren das einfach nur... Ja, den waren vom Rand. Kohlehaufen. Ja. Also den, das Schwert wäre nicht so wichtig. Der Schulterschutz wäre wichtiger. War vom Rand. Der Schulterschutz ist das Zeichen eines Michaeliten, ein Ausdruck unserer Persönlichkeit. Von dem, wie wir wirklich sind. Ich werde schauen, was ich noch finden kann. Sei vorsichtig. Wir packen ihn hier in die Decke und machen uns auf den Rückweg. Ich werde nach oben nehmen. Inariel, halt bitte weiter Ausschau. Natürlich. Sollte irgendetwas kommen. So schnell wie möglich weg von hier. Ja. Okay, packen wir es an. Und ich packe den halt in die Decke und dann nehme ich den zum Notfall mit. Gut, dann fliegen unsere Engel zurück in ihren Unterschlupf mit ihrem neuen Gast. Und ja, wie das Gespräch am nächsten Tag dann abläuft und in welche Richtung sie dann unterwegs sind, was sie mit dem armen, verbrannten Engel machen und ob der Engel in Liberiels Gedankenkathedrale wirklich alle Türen verschlossen gelassen hat, das erfahren wir dann beim nächsten Mal, wenn wir dann weiterspielen. Wir haben jetzt schon Viertel vor und ich denke, das ist auch eine schöne Stelle zum Cutten. Ja. Sehr schön. Mhm. Fand es sehr, unterschwellig, wie ihr Liberiel überzeugt habt. Ja, ich hab das sehr subtil gemacht, oder? Was hat funktioniert? Also subtil ist Inariels zweiter Vorname. Ja. Ja, definitiv. Und sein dritter. Ich habe ja auch keinen Nachnamen, also ist es auch nochmal Nachname. Inariel, subtil, subtil, subtil. Inariel, warum sollte ich mit dem Zaun verwinken, wenn ich den ganzen Zaun nehmen kann? Nein, den Baum, woraus der Zaun gemacht ist. Den ja. Wald. Inariel winkt mit einer ganzen chinesischen Mauer. Es hat ja geklappt. Was beschwert ihr euch überhaupt? Ja, ist doch gut. Gar nicht. Lyriel hat ja auch gesagt, dass du es gut gemacht hast. Also. Anerkennung. Mhm. Sehr wichtig. Ja.
Ja, cool. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Danke an euch da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben es. Sind immer noch 10 Zuschauer. Um diese wir werden niemals an unserem Zielort ankommen. Ach, das ist auch nicht wichtig. Darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Reise. Es gibt doch keinen Plot für den Fall, dass wir irgendwann mal da ankommen. So. Den Plot schreibt Koali dann, wenn wir tatsächlich mal am Ziel ankommen sollten. Und das ist dann so Kapitel 2 oder Buch 2. Wir sind jetzt in Buch 1. Kapitel. So in 5 Jahren oder so. Gar nicht mehr, weil das Fegefeuer halt einfach schon drüber gezogen ist, weil wir so lange gebraucht haben. Staffel 5 oder so. Sehr schön. Ja, danke auch an Chanko Zeut und Captain Katze für das Koala-Kraulen. Immer wieder gerne genommen. Und ja, falls ihr das da draußen schaut auf YouTube, dann hinterlasst doch heute einen Kommentar unten drunter, wie ihr es denn fandet. Und wenn ihr da unten sowieso schon mal unterwegs seid, könnt ihr auch einen Daumen hoch machen oder runter, ist mir egal. Je nachdem. Und ja. Wenn ihr mehr Rollenspiel haben wollt, gucken wollt, hören wollt, dann schaut auf dem Nerdpol vorbei. Über Yamera läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Genau. Sehr weird. Mit dem. Ich glaube, auf der Seite. Ja. Und ja, schaut da mal hin, da gibt es einen Eventkalender. Jeden Tag mindestens ein Rollenspielstream. In letzter Zeit eher 2 bis 5. Da habt ihr genug zum Gucken, und wenn ihr was nicht live verfolgen könnt, könnt ihr auch im Stream-Archiv, das wir dort haben, allerlei Zeug nachschauen. Findet das alles geballt an einer Stelle. Ja, und dann können wir auch direkt noch ein bisschen Werbung machen. Wo findet man irgendwie demnächst was von D-Rex? Wo sieht man dich außer hier? Wenn du Engel spielst du bestimmt was anderes. Ja, jetzt die nächste Woche ist aber tatsächlich ziemlich ruhig. Mich sieht man erst am 16. wieder bei Rerion bei Vampire Dark Ages. Ja, Vampire Dark Ages auf dem Kanal von Rerion. 79 heißt der, glaube ich. Ja. Wenn ihr das auf YouTube guckt, ist auch über Yamera dann so ein i in der Ecke, und dann könnt ihr da draufklicken, dann sind die Kanäle da auch verlinkt. Oder unten drunter, jenes in der Videobeschreibung ist auch immer eine schöne Sammlung von Rollenspielkanälen. Die könnt ihr übrigens hier auf Twitch, wenn ihr... Habe ich das auch verlinkt? Das müsste ich eigentlich nochmal machen. Habe ich noch nicht verlinkt. Aber auf dem Nerdpol findet man das auch. Ja. Ich bringe meinem Bot auch nochmal bei, diese Sammlung irgendwie euch auszuspucken. So, Feder, wo sieht man dich das nächste Mal? Bei mir kommt am Freitag der letzte One-on-One, One-Shot aus der Wechselbalkrunde, also morgen um 8 Uhr wird die Übertragung, wird die Aufnahme live geschaltet. Und ansonsten Klingen der Nacht, würde ich mal behaupten. Finale! Oh, ja. Wann ja. ist das? Wann ist das? Ich weiß es gar nicht auswendig. Ich müsste am 18. sein, kann das sein? Ja. Nee, 11. Elfter. Am 11. schon, dann ist es schon nächste Woche. Ja. Also nächste Woche schon. Yay, da steht auch kein Termin drin. Ach doch, weil du ihn nicht eingetragen hast. Was ist denn da? Mit Liliana. Geheim. Okay. Ja. Aber wo wir bei Terminen sind, Hotney, Mera, wann spielt ihr das nächste Mal? Wo sieht man euch das nächste Mal? Uns genau in einer Woche. Und damit ist dann Loki auch nicht mehr Koala-exklusiv. Was? Irgendwann musste es passieren. Wir sind unter anderem, also wir drei, Loki, Yamera und ich, sind bei Züdi zu sehen, und dort spielen wir Mausgard. Oha. Ja. Genau. Wir spielen ein Kurzabenteuer, also ich weiß nicht, es gibt jetzt 2 Termine, sind schon mal geblockt dafür, wenn es nicht nur einer wird. Wir spielen mal ein bisschen Mäuse in so einem Fantasy. Coole Sache. Ja, auf dem Kanal von Züdi Plays. Genau.
Und bei uns auf dem Kanal gibt es dann am 14. hoffentlich eine Häppchenrunde. Arcane Codex ins tiefe Saruan, weit in den Süden von Kryor. Eine reine Echsenrunde mit Krask. Habe ich Feder als Spielerin dabei, Hotney als Spieler und Fridolin als Spieler. Da bin ich sehr gespannt auf die Runde. Die Charaktervorschläge, die da bisher gekommen sind, waren sehr cool. Und wir brauchen noch einen Termin für den Charakterbau vorher. Ja, das ist richtig. Ich habe nach dem Wochenende habe ich auch wieder ein Leben. Das heißt, da können wir uns dann mal mit auseinandersetzen. Perfekt. Leben ist immer was total Gutes. In der Tat, in der Tat. Ja, dann haben wir schon gehört, dass Loki Swipe auch bei Züdi mitmacht demnächst. Sonst noch irgendwo was Geheimes? Nein. Nein. Ansonsten weiterhin nur bei Engel. Araigoma, falls du das hier siehst, du bist der Einzige, der jetzt exklusiv bei mir spielt. Nachher wird der auch noch exportiert. Sie ihn auch schon irgendwo anders spielen. Naja, gut. Naja, spielen tue ich eigentlich auch nur bei dir. Ich leite halt nur. Leiten ist auch spielen. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, dann wisst ihr Bescheid, wo ihr demnächst ganz viele tolle Sachen finden könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wann immer ihr das jetzt hier guckt. Morgens, mittags, abends. Habt einen schönen Tag. Und bei euch, dass ihr mitgemacht habt, war mir wie immer ein Träumchen. Und wir sehen uns in 2 Wochen, wenn alles klappt, wieder. Und schauen dann, wie es weitergeht. Macht's gut. Bye, bye.